Ich heiße euch alle recht herzlich willkommen heute Abend. Es freut mich, dass ihr so viele gekommen sind. Das ist tatsächlich ein neuer Rekord. Wir haben heute einen Doppel-Themenabend mit dem Philipp Wehrli und mit mir. Philipp, kannst du gerade schon dafür kommen? Zehnt dich an. Voilà. Philipp Wehrli und mir. Er macht zum Thema Entstehung vom Leben und ich habe das Thema angenommen. Der John Lennox mit seinem Buch hat die Wissenschaft Gott begraben. Und ich kann vielleicht die Antwort vorwegnehmen, ja, die Wissenschaft hat Gott begraben. Ich fange gerade mal an mit dem John Lennox. Er ist ein emeritierter Professor für Mathematik an der Universität Oxford und hat sich mit dem Verhältnis, besonders befasst mit dem Verhältnis von Wissenschaft und Religion. Er ist ein Vertreter vom sogenannten vom unwissenschaftlichen sogenannten Intelligent Design Kreationismus. Bekannt ist er aus den Diskussionen mit dem Richard Dawkins und er ist eben der Autor von dem Buch «Hat die Wissenschaft Gott begraben? Eine kritische Analyse moderner Denkvoraussetzungen» aus dem evangelisch-missionarischen Verlag Institut für Glaube und Wissenschaft. Und mein Ziel ist jetzt, in der nächsten so circa eine halbe Stunde, je nachdem wie lange wir brauchen, das Buch zu widerlegen. Warum ausgerechnet das Buch? Nach einer langen Diskussion mit Schülern aus einer christlichen Schule aus Winterthur über Wert und vor allem über Evolution hat mir ihre Lehrer, der heute auch da zu Gast ist und sicher auch noch mitdiskutiert am Schluss, das Buch geschenkt. Und zwar auch mit der Argumentation, dass eben da ein Wissenschaftler und Professor Glauben und Wissenschaft für vereinbar halten. Darum fange ich jetzt auch gerade mit dem Renommee vom Autor an. Normalerweise beurteile ich bei einem Buch nur den Inhalt und nicht den, der es geschrieben hat. In diesem Fall ist das aber eine begründete Ausnahme aus zwei Gründen. Zum einen ist eben das Renommee von dem Wissenschaftler ist ein Grund gewesen, dass mir das Buch empfohlen worden ist. Und zum anderen tut er selber quasi um seine Position zu stärken, auch die ganze Zeit irgendwelche anderen Leute zitieren, was sie gesagt haben. Dass das halbe Buch besteht aus Aufrufungen von vermeintlich wissenschaftlichen Autoritäten. Zuerst muss ich anmerken, dass der John Lennox zwar als Mathematiker ein Wissenschaftler ist, aber natürlich kein Naturwissenschaftler. Mathematik hat in der Wissenschaft nebst der Logik eine Sonderstellung, weil nur die beiden Gebiete geschlossene Beweisführungen zulassen. Das heisst, sie ist Grundlage der Methode der Wissenschaft, aber selber eigentlich eher in der Geisteswissenschaft anzusiedeln. Es ist etwas unterschiedlich bei uns, ob es eher zu den Naturwissenschaften im englischsprachigen Raum eher zu den Geisteswissenschaften. Aber eben, das ist so wirklich etwas Spezielles. Wegen dem, oder nicht nur wegen dem, aber grundsätzlich hat er natürlich mit dem Mathematikstudium kein Wissen angeeignet über Physik oder Biologie. Also wenn er über Evolution oder den Ursprung vom Universum schreibt, dann macht er das als interessierter Laie mit einem Hochschulabschluss, also eigentlich genauso wie ich. Obwohl er sowohl in seinem Wikipedia-Artikel wie auch auf seiner Homepage definiert sich der John Lennox nicht über seine wissenschaftlichen Arbeiten, sondern über seine Auseinandersetzung mit dem Richard Dawkins und mit seinem christlichen Glauben. Die Wikipedia liefert nur gerade zwei wissenschaftliche Arbeiten, die er als Mitautor gewirkt hat. Eine 1987, eine 2004 und das ist eigentlich für einen Universitätsprofessor nicht eine wahnsinnig grosse Leistung, finde ich jetzt. Also Fazit, er hat eigentlich keine besondere Qualifikation in diesem Bereich, den er darüber schreibt. Seine Bekanntheit basiert nicht auf seiner Leistung, sondern auf seiner Auseinandersetzung mit dem Richard Dawkins. So wie ich über Internetrecherchen herausgefunden habe. Jetzt zu den Argumenten im Buch. Für mich war das Buch extrem mühsam zum Lesen. Und zwar nicht, weil es schwer zu verstehen wäre, sondern im Gegenteil. Es ist extrem langfertig, repetitiv und sehr seicht. Die gleichen Argumente werden in leicht abgewandelter Form immer wieder vortragen. Es gibt kaum echte Argumente, sondern eigentlich mehr Appell an Gefühl und Berufung auf vermeintliche Autoritäten und seitenlange Abhandlungen darüber, wer was wann gesagt hat und geglaubt hat.
Ich versuche jetzt mal da die Argumente, die ich daraus extrahiert habe, die meiner Ansicht nach wichtigsten zusammenzufassen und zu überlegen. Der erste Punkt sind die Autoritäten. Also wenn man sich auf Autoritäten beruft, das macht man zum Beispiel auf Seite 27, dann sollte sich die Autorität in dem Gebiet, wo man sich darauf beruft, besonders durch Leistungen und Kompetenz auszeichnet haben. Sogar ein hervorragender Wirtschaftswissenschaftler mit einem Nobelpreis ist wegen dem noch lange kein Experte für Medizin. Noch weniger ein mittelmäßiger Mathe-Professor im Ursprung vom Leben. Das willkürliche Zitieren von historischen Persönlichkeiten ist in diesem Kontext ziemlich unsinnig, weil sie sind in einer anderen Zeit gelebt, mit einem ganz anderen Umfeld. Es ist kein Wunder, dass ein Wissenschaftler vor 400 Jahren an Gott geglaubt hat, zu einer Zeit, wo es den Darwin gar noch nicht gegeben hat und wo Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind. Außerdem sind die Ansichten eines Experten, der schon vor 100 Jahren gelebt hat, in seinem Gebiet gar nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Also eigentlich jeder, der heute das gleiche Fach studiert hat, hat basiert auf der Arbeit, die der andere schon geliefert hat und hat von dem her schon viel mehr Wissen als damals einer, der bei der Westen war. Schon das Vorwort ist voll von Zitat. Wer hat wann was gesagt? Und damit unterscheidet sich das Buch auch sehr stark von einem wissenschaftlichen Buch, das ich zum Vergleich auch noch mitgebracht habe zum gleichen Thema. Ist von einem Biologen, befasst sich darum nicht mit dem Ursprung des Universums, sondern nur mit dem Ursprung des Lebens auf der Erde. Ich denke, das Buch ist leider vergriffen. Das ist das, was ich einmal gelesen habe, seiner Zeit, wo mich das Thema interessiert hat. Darum kann ich es sehr empfehlen. Es hat die Punkte behandelt, die mich interessiert haben. Insbesondere hat es mich interessiert, um die ersten Zellen. Aber ich glaube, man kann da relativ beliebiges aktuelles Buch nehmen. Und die sind, wenn es von einem halbwegs bekannten Biologen geschrieben sind, sind die immer kaum schlecht. Es ist in der Wissenschaft nicht so, dass es verschiedene Strömungen von Wissenschaft gibt, sondern es ist eigentlich keine Wissenschaft. Was auch sehr von Religion unterscheidet. Und ich müsste sagen, so jeder Kinder, dass man das Buch muss nehmen. Gut. Ja, eben, und darum, es ist eigentlich völlig irrelevant, was der Galilei gedacht hat oder glaubt hat. Es ist völlig irrelevant, ob Naturwissenschaften aus dem Monotheismus rausgegangen sind. Und genauso wie es irrelevant ist, dass Chemie aus der Alchemie rausgegangen ist. Aber trotzdem hat die Wissenschaft halt mit der Erklärung von unserem Dasein und der Schaffung von menschlicher Erkenntnis hat sie die Religion vollständig abgelöst. Sie hat den Glauben durch Wissen ersetzt. Und von dem her sind die ganzen Abhandlungen seitenlang darüber, ob jetzt der Monotheismus der Ursprung der Religion war, ist eigentlich für die Füchse. Es bringt in seiner Argumentation gar nichts. Ja, eben, er tut gerne ausschweifend alle möglichen Bekannten und Unbekannten möchte gerne Wissenschaftler zitieren, die seiner Meinung nach seine Position unterstützen. Wenn ihm dann aber eine Autorität nicht passt, dann greift der Lennox gerne mal seine Position an und wertet mit einem fiesen Nebensatz ab. Zum Beispiel habe ich gefunden im Kapitel 5, Seite 121, der Paläontologe Stephen J. Good, Martialist aus philosophischer Überzeugung, vertritt das. Pam! Einmal voll unter Gürtellinien, oder? Mit so einem Nebensatz tut man natürlich den anderen abwerten, oder? Das ist der, mit dem unterstellt er quasi, dass er irgendwie ein indoktrinierter Dogmatist ist. Und das ist ein Argumentum ad hominem, also ein Argumentum, das auf Persönlichkeit zielt und nicht auf die Sachen, die jemand sagt. Und mit so einer Einleitung ist das, was die Person nachher sagt, ja nicht mehr so wichtig. Das kommt gar nicht mehr so an. Und er braucht im ganzen Buch jetzt überall so rhetorische Tricks in dieser Art. Es ist extrem, es ist wirklich extrem mühsam. Ich bin fast verzweifelt. Ja, als ich die Ziele da fertig geschrieben habe, habe ich zum Vergleich einmal von Richard Dawkins im Gotteswahn schauen, ob er auch so einen mühsamen Schreibstil gehabt. Und habe aufgeschlagen. Und zufälligerweise, genau auf der Seite, die ich aufgeschlagen habe, habe ich die gleiche Statistik gesehen, wie viele Prozent der Wissenschaftler das angeblich gläubig sind beim Lennox. Und offensichtlich hat sich schon der Richard Dawkins mit dem Thema befasst. Und zwar im Kapitel 1 und im Unterkapitel das Argument der bewundeten religiösen Wissenschaftler. Er hat sogar ein eigenes Kapitel gemacht. Er hat eigentlich dort alles, was der Lennox da vorbringt, schon wieder leid. Und der Lennox ist nachher geschrieben worden, das wäre eigentlich noch gut gewesen, hätte ich das berücksichtigt. Ja, es ist halt etwas, was ich immer wieder beobachte, wenn man diskutiert mit Leuten, die einen starken Glauben haben und den Glauben verteidigen. Man sagt etwas, man widerlegt etwas und dann kommt das gleiche Argument nochmal.
Oder dann geht die Diskussion immer weiter und drei Tage später kommt das gleiche Argument nochmal. Es wird irgendwie einfach, für mich gibt es keine Entwicklung in einer besonderen Diskussion. Das wäre mir noch wichtig, vielleicht bringen wir das irgendwann einmal her, dass eine Diskussion auch einen Fortschritt macht und nicht die Argumente immer wiederholt werden. Dann Definition von Gott, als ich das Buch gelesen habe, habe ich mir Randnotizen gemacht. Da, seht ihr da vielleicht? Und die erste Randnotiz, die ich mir gemacht habe, war Definition von Gott, Gottes Vorstellung aus dem Nichts. Und damit habe ich gemeint, dass der Lennox plötzlich den Begriff Gottes im Hut zaubert. Ohne dass er überhaupt jemals definiert hat, was er genau damit meint. Was ist der Gott? Woher kommt er? Warum existiert er? Und was sind dann genau seine Eigenschaften? Kann Gott denken? Wenn ja, wie? Und vor allem, mit was kann Gott denken? Hat dann Gott ein Hirn? Und aus was ist ein Gott sein Hirn? Aus welcher Evolution ist ein Gott sein Hirn entstanden? Oder wer hat ein Gott sein Hirn geschaffen? Ja, und dann, was war voran? Entschuldigung. Mach mal eine Pause. Entschuldigung, hä? Ja, nein, ist gut, ich kann das nachher noch in die Pause schreiben. Ist nicht. Die Grünheit, das Kohle. Das Kohle? Und das Kohle? Das Kohle. Und wenn Gott, was war vor Gott gewesen? Und warum sollte Gott ewig sein? Und wenn Gott, das unbekannte Zauberwesen, ewig kann sein, wieso kann er auch etwas Einfacheres ewig sein, etwas, was man kennt, etwas Bekanntes? Zum Beispiel das Entstehen und von einem Universum. Das ist ja etwas, was man schon beobachtet. Und Gott hat noch niemand beobachtet. Auf all die wichtigen und grundlegenden Fragen habe ich nie befriedigende Antwort bekommen. Zwar nicht nur beim Lennox nicht, sondern wirklich noch nie. Man tut den Gott halt nicht gerne definieren, man hebt den Begriff lieber ein bisschen schwammig, so ein bisschen Luminose. Das hat nämlich zwei grosse Vorteile. Erstens kann sich jeder unter Gott vorstellen, was auch immer das er will. Also der christliche Gott hat sicher nichts zu tun mit dem sogenannten Schöpfergott, den er definiert. Weil der christliche Gott ist sehr viel konkreter in seinen Eigenschaften definiert. Aber trotzdem glauben die Leute, glaube ich, das Gleiche. Dann. Man kann das Gleiche glauben in unterschiedlichen Ansichten sein. Und zweitens, jede konkrete Definition führt natürlich dann irgendwann zu überprüfbaren Aussagen. Und sobald man eine überprüfbare Aussage hat, kann man sie auch widerlegen. Aber Gott ist so designt von den Menschen, dass er eben nicht möglichst nicht widerlegbar ist. Das Einzige, was man in diesem Buch so zwischen den Zielen findet, wenn man es genau anschaut, ist, Gott ist ein intelligenter Designer, Schöpfer vom Universum und er ist schon immer da gewesen. Viel Konkretes ist mir nicht aufgefallen. Und damit ist natürlich rein gar nichts gesagt. Der Begriff Gott ist wertloser Humbug. Ist einfach nur eine Verwirrung für schwache Geister. Die Komplexität von Gott. Erst im Kapitel 11 kommt ein ganz wichtiges Thema. Die Einführung von Gott macht die Theorie extrem kompliziert. Aber im Kapitel zur Komplexität Gottes beweist er nur, dass er das Problem nicht verstanden hat. Weil er vergleicht die Komplexität von Gott mit der Komplexität zum Beispiel von der Vieluniversen, oder also der Multiversumstheorie. Aber nur weil ein bekanntes Universum jetzt plötzlich zweimal da ist, oder dreimal da ist, oder einmal da ist, hat es immer noch die gleiche Komplexität. Wenn ich einen Stein sehe, einen einfachen Stein, dann braucht er eine hochkomplexe Theorie. Man muss erklären, was der Stein ist, woher kommt er, wie ist der Stein entstanden. Für das muss man zurückgehen bis zum Urknall. Man muss eine Idee haben, was ist Materie, was ist Zeit, was ist Raum. Das ist also ein einfacher Stein ist schon eine hochkomplexe Sache. Aber wie viel Komplexität kommt jetzt dazu, wenn ich statt einem Stein zwei Steine habe? Was meint ihr? Idee? Ist es dann doppelt so komplex? Nein,
Es ist genau gleich komplex. Weil der zweite Stein hat ja die genau gleiche Theorie. Die Theorie wird nicht verdoppelt. Sie wird vielleicht noch ganz leicht ergänzt, dass es irgendwie zwei oder mehr Instanzen davon geben. Das heisst, wenn ich das Universum beschreiben kann, und jetzt finde ich heraus, dass es möglicherweise mehr als ein Universum gegeben hat, ist wegen dieser Theorie nicht wesentlich komplexer. Hingegen, wenn ich etwas völlig Unbekanntes, was es noch nicht gegeben hat, im ganzen Universum haben wir noch keinen Gott gesehen. Wenn es etwas völlig, dann muss ja außerhalb vom Universum sein. Wenn es etwas völlig Neues einführt, dann ist das wieder etwas ganz neues, ganz komplexes Objekt, wo man zuerst die Eigenschaften definieren. Die ich vorher gelernt habe, oder? Woher kommt Gott? Was sind seine Eigenschaften? Was kann er nicht? Muss er schnaufen? Alles so Sachen, oder? Wenn er mit Menschen gemacht sind, hat er dann Hände und Füße, zum Beispiel. Ja. Darum wäre es eigentlich sehr viel naheliegender anzunehmen, dass es eben auch, also, dass es mehrere Universen gegeben hat, wo vielleicht jetzt uns genau gerade passt, ist sehr viel naheliegender als anzunehmen, dass irgendein Gott alles muss geschaffen hat. Aber der Vergleich, den er noch bringt, hat eben noch mehr Fehler. Es ist immer noch nur leeres Geschwätz, weil nicht aus der Welt geschafft ist die Tatsache, dass mit Gott etwas postuliert hat, was noch niemand gesehen hat. Es gibt kein bekanntes Konzept, das man sich darauf beziehen kann. Aber wenn man etwas erklärt, dann tut man das Unbekannte auf etwas Bekanntes zurückführen. Und nicht das Unbekannte auf einmal etwas Unbekanntes. Aber das ist genau das, was da passiert. Und ist die Erklärung nicht wert. Nein, nicht wahr. Und dann kommt noch dazu, ein Gott, was ist das? Ein Gott soll intelligent sein. Er soll können denken. Wir kennen zum Vergleich nur die menschliche Intelligenz. Aber die menschliche Intelligenz ist das Resultat von Milliarden von Jahren von Evolution. Woher hat also ein Gott seine Intelligenz? Gibt es eine göttliche Evolution? Ist er auch aus irgendeiner Evolution entstanden? Also man will sich das Universum erklären und setzt für das einfach irgendein Intelligenzwesen voraus, das schon immer so da war. Aber dafür braucht es eine genau die hochkomplexe Erklärung. Das Gottwesen muss begründet, das muss untersucht, das muss erklärt werden. Intelligenz an und für sich ist schon eine hochkomplexe Sache. Viel komplexer und behauptet, dass es einen intelligenten Gott gibt, ist noch viel komplexer als die Komplexität des ganzen bekannten Universums. Inklusive aller möglichen Multiversen. Meiner Meinung nach ist das Multiversum eine sehr naheliegende, auf bekanntem Aufbau die einfache Theorie. An Gott ist ein höchkomplexes Ding, das per Postulat eigentlich nicht einmal untersucht werden kann. Man definiert ihn ja als nicht untersuchbar oder hinterfragbar. Und wenn ich jetzt sage, meiner Meinung nach, ist das nicht, dass ich das Multiversum glaube, ich sage nur, das ist eine mögliche Erklärung, die halbwegs plausibel klingt. An und für sich kann es mir auch gleich sein. Ich kann damit leben, dass man es nicht einfach nicht wüsst. Und das ist der andere Punkt, oder? Wenn wir etwas nicht wissen, dann sollten wir zugeben, dass wir es nicht wissen. Und nicht einfach Erklärungen erfinden. Klar gibt es mögliche Erklärungen, man kann Hypothesen aufstellen. Aber dann muss man wissenschaftliche Kriterien anwenden, um die Hypothesen gegeneinander abwägen. Man muss untersuchen, welche Hypothesen trifft jetzt zu und welche nicht. Wer hat Gott erschaffen? Diese Frage stellt Lennox, aber auch erst im Kapitel 11. Und dann zeigt der Kaiser Lennox, dass er keine Kleider anhat. Er entlarvt sich selber mit der Aussage. Wer schuf Gott? Schon diese Frage zeigt, dass derjenige, der sich stellt, einen erschaffenen Gott im Sinn hat. Aha! Wenn man also nach dem Schöpfer von Gott fragt, dann ist man voreingenommen. Aber wenn man nach einem Schöpfer vom Universum fragt, dann nicht. Glaubt er wirklich, wenn ihm jemand den Spiegel vorhebt und das Gleiche macht wie er, dann ist es nicht das Gleiche. Und auch da ist das Einzige, was Lennox dazu einfällt, die bekannte Plattitüde, Gott ist ewig. Was eigentlich rein gar nichts erklärt und alle Fragen offen lässt. Man kann redlicherweise nicht einen intelligenten Gott postulieren, ohne zu erklären, woher das er kommt, warum das denn gibt. Warum ist er ewig? Warum existiert er überhaupt? Und vor allem, woher hat er seine Intelligenz? Wir wissen nicht, ob es einen Gott gibt. Und wir wissen auch nicht, was ein Gott genau sein soll. Auf der anderen Seite wissen wir sehr genau, dass es Naturgesetze gibt. Und viele davon haben wir schon verstanden. Also statt auf einen unbekannten, intelligenten
Gott, unendlich intelligenten Gott zu postulieren, ist es doch viel naheliegender anzunehmen, dass etwas anderes unendlich ist. Zum Beispiel, dass mindestens einige von unseren Naturgesetzen in irgendeiner Form unendlich sind. Und damit wäre natürlich das Potenzial, dass ein Universum entstehen kann. Die Wissenschaft kann Religion nicht ersetzen. Das ist auch eine Aussage aus einem Kapitel der Schrift. Und zwar als Antwort zu einer Aussage, die er zitiert von Peter Atkins. Und er redet im Zusammenhang mit einem Vergleich zwischen Wissenschaft und Religion. Dort hat er geschrieben, Vergleich Wissenschaft und Religion, Naturwissenschaft sei die höchste Freude vom Intellekt und sollte darum als im Intellekt sein König anerkannt werden. Dann schreibt er Lennox. Auch wenn Naturwissenschaft eine wirkliche Freude ist sie tatsächlich die höchste Freude des Intellekts. Haben Musik, Kunst, Literatur, Liebe und Wahrheit mit dem Intellekt zu tun. Ich kann die zunehmende Welle des Protests aus der Geisteswissenschaft bereits hören. Und das zeigt auch wieder einmal, wie blöd das die Polemik vom Buch ist. Weil von einem Argument kann ich da schon gar nicht mehr reden. Das ist reine Effekthascherei. Tatsächlich sehen wir im Kontext, dass Peter Atkins um den Vergleich zwischen Naturwissenschaft und Religion gegangen ist. Es geht ja nicht um Geisteswissenschaft. Das ist da jetzt das Thema. Dann Musik, Kunst, Literatur und Kultur, die sind nicht von der Religion abhängig. Klar gibt es religiöse Kunst, aber es gibt auch Kunst ohne Religion. Außerdem sind Kunst und auch die Liebe sind emotional, nicht intellektuell. Also die Wahrheit und Wahrheit, die er einen nennt, gibt es sowieso nur aus den wissenschaftlichen Methoden. Wie viele von den anderen Zitaten sind auch dann so aus dem Zusammenhang gerissen? Bei denen, die er von Einstein bringt, weiss es, weil da habe ich mal das Buch Albert Einstein mein Weltbild gelesen. Darum weiss ich, der Einstein hat nicht an einen Gott geglaubt und die Vorstellung von einem persönlichen Gott hat er sogar an einer Stelle explizit abgelehnt. Seine berührte Aussage, die immer wieder zitiert wird in diesen Büchern, Gott würfelt nicht, in dieser Aussage ist Gott eine Allegorie. Fakt ist, Naturwissenschaft steht nicht allein da, sie wird sekundiert von den Geisteswissenschaften, wo sich in allen Fakten der Naturwissenschaft natürlich unterordnen und ihre Methoden. Und die Wissenschaft wird begleitet von der Kultur. Und das zusammen ersetzt nicht nur locker die Religion, es bietet vieles, was die Religion nicht hat. Zum Beispiel neue Erkenntnisse und Zugang zu Wissen. Die Wissenschaft in ihrer Gesamtheit ist auch zuständig, um die elementaren kindlichen Fragen zu verstehen, wo unterstellt wird im Buch, dass man die eben nicht erklären kann. Wie zum Beispiel, wie hat alles angefangen? Das ist ausschließlich eine Frage der Physik. Für was sind wir da? Was ist Sache der Philosophie? Was ist der Sinn vom Leben? Das ist ebenfalls Sache der Philosophie. Man darf die Wissenschaft nicht auf Naturwissenschaften begrenzen, wenn man solche Fragen stellt. Da kommt Philosophie und Kunst, könnte man da vielleicht auch anführen, kommt dazu. Wissenschaft und Religion ergänzen sich, ist so eine Aussage. Der Lennox unterstellt im Kapitel 2, die Wissenschaft hebe Grenzen und die Religion sei für Sehnsitz zuständig. Die Religion sind jenseits von diesen Grenzen zuständig. Diese Behauptung ist unsachlich, es ist völlig willkürlich und sie ist falsch. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Alles, was auf irgendeine Art und Weise mit unserer Welt interagiert, was irgendeinen Einfluss hat auf uns, egal was, das kann man mit wissenschaftlichen Methoden erforschen. Sogar wenn es Geister gibt, könnte man den Spuck wissenschaftlich anweisen, weil der Spuck ist eine Wirkung in unserer Welt. Wissenschaftliche Theorien können sogar Aussagen darüber machen, ob es außerhalb von unserem Universum eine andere Universen gibt. Und zwar, obwohl wir keinen Zugang haben dazu. Und wir können auch erforschen, wie das Universum war, bevor es Menschen gegeben hat, bevor es Leben gegeben hat und wie das Leben im Universum entstanden ist. Die Wissenschaft ist keine Grenze, die Wissenschaft nicht kann überschreiten. Wir müssen zum Beweis Leben einen künstlich reproduzieren. Es langt, wenn man aufgrund von dem, was man kann beobachten kann, eine stimmige Theorie aufstellt, die sich nahtlos ineinander fügt, ohne Widersprüche, und man dann ein fehlerfreies Stimmungsgesamtbild kann erzeugen, auch wieder kann überprüfen. Ein Schöpfergott hingegen könnte die Wissenschaft eindeutig nachweisen, wenn es einen gibt. Da bin ich überzeugt. Der einzige Grund, warum die Wissenschaft Gott noch nicht entdeckt hat, ist, weil es keinen Gott gibt. Gäbe es einen Gott, wüsste man das, und es gäbe weder Glauben noch Religion. Die Existenz von Religionen, und das im Plural, ausdrücklich im Plural, ist für mich der klarste und eindeutigste Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt. Nach jeder Grenze, die Gläubigen der Wissenschaft haben wollen setzen,
ist von der Wissenschaft gnadenlos überschritten worden. Ich erinnere mich dabei an ein Buch, das ich vor langer Zeit gelesen habe. Von Stephen Hawking. Hawking in seiner kurzen Geschichte von der Zeit beschreibt er eine Anekdote, als er an einer Konferenz im Vatikan war. Und dort hat der Papst ihnen gesagt, mittlerweile akzeptiert die katholische Kirche den Urknall, aber das, was vor dem Urknall war, das ist dann der Kirche vorbehalten. Lasst das in Ruhe. Zu diesem Zeitpunkt hat der Hawking selber schon die Zeit vor dem Urknall geforscht. Und dazu kommt halt, dass es gar keine Alternative zur Wissenschaft gibt. Angenommen, die Wissenschaft hätte tatsächliche Grenzen, die sie nicht überschreiten können, dann würde das bedeuten, dass kein Mensch auch nur irgendeine Aussage darüber machen kann, was jenseits von dieser Grenze ist. Jenseits von der Wissenschaft ist nur wir Wissen. Nur die Wissenschaft bietet eine zuverlässige Methodik, die durch Forschung, Theorie, Experiment, Formeln, Wahrheit erarbeitet werden kann. Wenn in der Wissenschaft zwei Experten, das ist ein wichtiger Punkt, unterschiedlicher Meinung sind, dann gibt es eine klare Methode, wie definitiv und sicher kann entschieden werden, wer auf beide das Recht hat. Und der Verlierer beugt sich den Fakten vom Resultat. Schon häufig haben Wissenschaftler müssen ihre Überzeugungen aufgeben. Zum Beispiel, wenn wir schon beim Einstein sind, der Einstein statische Universum müssen aufgeben. Und er hat Durkheim-Theorie zuerst nicht mehr akzeptiert, bis Beweise da gewesen sind. Das ist ja keine Schwäche von der Wissenschaft, das ist eben ihre grosse Stärke. Im Glauben und in der Religion hingegen, die bieten nichts, was dem nachkommen würde. Wenn ein Moslem und ein Christ sich darüber streiten, ob Jesus Gottes Sohn ist oder nur ein einfacher Prophet, gibt es ja keine Möglichkeit, jemals diesen Streit zu entscheiden. Das heisst, die Religion taugt eben zu nichts. Auch nicht dort, wo die Wissenschaft keine Antwort hat, kann die Religion immer noch keine Antworten geben. Bei einem Widerspruch von zwei religiösen Aussagen kann man eben nicht klar entscheiden, welche das korrekt ist und welche falsch ist, oder überhaupt welche korrekt ist. Und die Wissenschaft kann genau das. Die Wissenschaft ist auch keine Weltanschauung, wie man unterstellt, sondern die Wissenschaft ist die Basis der Weltanschauung. Weltanschauungen können und müssen sich ändern, wenn sich die Fakten ändern. Weltanschauungen sollten eigentlich ein Faktenbunden sein. Auch wenn das immer wieder mit grossem Widerstand verbunden ist. Ich bin Atheist, weil das die einzige logische Konsequenz ist aus allen mir bekannten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wenn mir jemand etwas anderes beweisen kann, bin ich offen. Wenn mir jemand Gott beweisen kann, dann werde ich sofort zum Test. Aber eins bin ich ganz sicher nie, gläubig. Wenn ich einen Gott in mein Weltbild aufnehme, dann nicht will ich daran glauben, sondern weil er durch klare Fakten bewiesen ist. Und die Beweispflicht liegt bei dem, der die Behauptung aufstellt, es gibt einen Gott. Eines der Schlüsselgeschichten, die er hat in seinem Buch, ist der Tante Mathilda in der Kuchen. Im Kapitel 2 bringt Lennox die Parabel von der Tante Mathilda in der Kuchen. Damit meint er, wer einen Kuchen sieht, weiss, dass der Kuchen von jemandem gemacht worden muss sein. In diesem Fall ist der Kuchen von der Tante Mathilda. Und auch ohne Tante Mathilda zu sehen, können wir wissen, dass es Tante Mathilda muss geben, die den Kuchen gemacht hat. Eine Abwandlung davon, er tut sich gerne repetieren, ist, dass man von einem Auto auf den Henry Ford schliessen kann. Daraus ziehen wir den Schluss, dass wenn wir die Welt sehen, können wir daraus schliessen, dass es einen intelligenten Schöpfer geben, der die Welt gemacht hat. Da gibt es eine ganze Reihe von Denkfehlern. Wir können nur darum vom Kuchen auf die Bäckerin schliessen, weil wir wissen, dass die Küche backen werden. Wir können nur vom Auto auf den Autobahn schliessen, weil wir wissen, dass Autos in Fabrik gebaut werden. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die Kuchen backen oder Autos bauen. Wir wissen auch, was Menschen sind. Diese Schlussfolgerung basiert auf Sachen, die wir kennen. Wir erklären das Unbekannte, also die Herkunft von Kuchen auf dem Auto mit etwas Bekanntem, Bäckerin oder Autobauer oder einem Mensch. Der Lennox hingegen erklärt das Unbekannte, die Herkunft von der Welt, mit etwas noch viel Unbekannterem. Gott, noch damit ist nichts erklärt. Außerdem fragen wir auch danach, und das ist jetzt auch wieder der wesentliche Punkt, den ich schon ein paar Mal gesagt habe, woher das die Menschen kommen. Wer sind die Tante, ist Tante Mathilda? Was ist das für eine Person? Wann ist sie geboren? Wo? Ist sie Bäckerin von Beruf oder als Hobby? Wer sind ihre Eltern? Wie ist Tante Mathilda entstanden? Woher kommen die Menschen? Welche Regeln unterliegen die Menschen? Ich habe noch nie einen Christ gehört fragen, was Gott ist, woher Gott kommt, wie Gott entstanden ist. Oder gar, welche Regeln, dass Gott untersteht. Wir unterscheiden in unserem Sprachgebrauch ganz bewusst und völlig zu Recht zwischen dem, der eine intelligente Lebensform geschaffen hat, dem sagen wir künstlich, und dem, der nicht geschaffen worden ist, dem sagen wir natürlich. Wenn man einen Kuchen sieht, denkt man an den Schöpfer vom Kuchen. Wenn man einen Stein sieht, denkt niemand an den Schöpfer.
Vielleicht denken wir an die Geologie, die der Stein gebracht hat, an den Druck in die Erde, an die Lava, an die Plattentektonik. Aber eben, der Lennox, wenn er schon so gerne so viel schwätzt, sollte sich vielleicht mal ein paar Gedanken über die Sprache machen. Also wenn wir etwas sehen, egal was, können wir immer nach den Ursachen fragen. Aber was falsch ist, ist, wenn wir eine bestimmte Ursache als einzige Möglichkeit zwingend voraussetzen. Also wenn wir sehen, dass die Welt da ist, dann müssen wir uns überlegen, woher kommt die Welt. Und wir müssen uns überlegen, wer hat die Welt erschaffen. Weil das ist ja schon eine Vorentscheidung, die man dann trifft. Und wenn man dann bei der Suche nach der Ursache der Welt auf einen Gott stößt, dann gibt es einen Gott. Aber bis heute hat die Wissenschaft bei ihrer objektiven Ursachenforschung noch nie einen Gott gefunden. Letztlich also läuft die Parabel auf folgende falsche und unbegründete und unbewiesene Behauptung raus. Alles, was existiert, muss einen Götter und muss einen Schöpfer haben. Und diese Annahme ist schon in sich logisch falsch. Weil wenn alles geschaffen worden ist und alles einen Schöpfer braucht, das ist dann mit dem Schöpfer selber. Wer hat den Schöpfer erschaffen? Und wer der Schöpfer vom Schöpfer? Also, die Aussage in der Parabel muss eigentlich falsch sein, weil sie führt in eine unendliche Regression. Fakt ist, mit oder ohne Schöpfer, irgendwie muss irgendwann immer etwas entweder ewig sein oder aus dem Nichts kommen. Eine andere Möglichkeit sehe ich auf jeden Fall nicht. Dabei ist Gott aber eine absolut überflüssige These. Wir Menschen haben bei all unseren Untersuchungen zwar Naturgesetze gefunden und Nachweis, aber noch nie einen Gott. Darum ist es eine naheliegende Annahme, wenn wir sagen, dass Naturgesetze entstanden sind oder dass Naturgesetze in irgendeiner Form ewig sind. Jetzt, wie kommt die Information in die DNA? Wie viele Christen stellt der Lennox auch die Frage, wie die Information in die DNA kommt? Dabei sieht er eine wichtige Frage. Für ihn ist natürlich Gott die Antwort, aber dabei sieht er eine wichtige Frage. Nämlich, wenn Gott die Information in die DNA bringt, wie ist dann die Information in Gott gekommen? Dass er sie später in die DNA pflanzen kann. Auch da begann der Fehler von der unendlichen Regression, den er nur mit einem zweiten zusätzlichen Postulat auflösen kann, der aber genauso falsch ist. Wenn Gott die Information erschaffen hat, ohne dabei selber auf Information zurückzugreifen, dann ist ja gleich einmal Information aus Nicht-Information entstanden. Das heißt, und wenn die Information schon ewig in Gott war, dann ist Gott von der Information beherrscht und von ihrem Schöpfer. Auch die Annahme, dass Gott mit der Information identisch sein könnte, bringt das nicht weiter. Weil Gott muss mehr sein als die reine Information. Weil er kann denken, außerdem agiert Gott, indem er das Universum geschafft hat. Also braucht er noch so etwas wie Gleitmasse oder ein Werkzeug zum Handeln. In der Bibel steht, also laut Bibel muss Gott mindestens so etwas wie ein Maul haben, um aus seinen Wörtern Wirklichkeit werden zu lassen. Also ist Gott, der Gott der Kreationisten, im Minimum Information, plus Intelligenz, plus ein Sprachorgan. Aber das sind jetzt meine eigenen Überlegungen, so weit denkt der Lennox leider nicht. Im Gegensatz zu der wilden Behauptung von Lennox wissen wir, also, dass aus der Evolution sehr genau mit Information in DNA kommt. Nämlich durch einen ungeleiteten, auf den Naturgesetz beruhenden natürlichen Prozess. Da hören wir nachher von ihm mehr, da kann ich kürzen. Im Wesentlichen repetiert der Lennox im Buch auch die Sache mit den vier Abstimmungen, die wir wahrscheinlich auch schon mal gehört haben. Naturkonstanten erscheinen uns so aufeinander abgestimmt, dass wenn wir sie ein wenig verändern würden, dass dann unser Universum nicht existiert. Jetzt ist der Punkt, das ist so ein Argument, dass man sagt, dass der Gott das ausgerichtet hat, damit es so genau stimmt. Das ist nur ein Gott von der Lücke. Das heisst, Gott ist da nichts anderes als ein Lückenfüller. Wenn wir etwas nicht wissen, dann müssen wir das Wissen uns mit wissenschaftlichen Methoden aneignen. Nicht einfach Gott als vermeintlich bequeme Lösung postulieren. Damit versteift man sich dogmatisch auf eine vermeintlich einfache Antwort, bevor man die Sache überhaupt untersucht und die Antwort gefunden hat. Es kann verschiedene Gründe geben, warum es so aussieht, wie wenn Naturkonstanten aufeinander abgestimmt werden. Vielleicht gibt es tatsächlich die Multiversen, die wir schon gesagt haben, dass man halt dann einfach wenn unendlich viele Universen können existieren, dann existiert auch eins, wo wir drin leben können. Es kann aber sein, dass vielleicht Universen auf Universumstufen so eine Art Evolution durchgemacht haben. Das ist jetzt reine Spekulation. Und dass vielleicht die bevorzugt werden, die so aussehen. Oder aber, es gibt irgendwie ein Naturgesetz, das man gar nicht kennt und die Konstanten können gar nicht anders sein. Die haben vielleicht einen Zusammenhang. Aber wir wissen es nicht. So oder so ist alles reine Spekulation. Und solange wir es nicht wissen, müssen wir es erforschen und nicht etwas glauben.
Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema vom Abend, nämlich Mikroevolution versus Makroevolution. Sagst du etwas dazu? Ja. Gut, dann kann ich das weglassen. Aber das ist einer der wesentlichen Punkte, die er vorbringt, einer der grösseren. Aber ich glaube, da kann ich das dir überlassen, wenn du mir gesagt hast, sage ich es am Schluss noch. Dann noch also ein paar weitere Fehler. Ja, der Lennox-Schluss von Zeichen auf die Indizien. Also unsere Existenz ist für ihn ein Indiz auf Gott. Das ist eine gültige Schlussfolgerung. Und wenn wir ein Indiz auf Gott sind, auf was ist dann Gottes Indiz? Aus unserer Existenz kann man lediglich schliessen, dass es etwas muss gegeben haben, das dafür gesorgt hat, dass wir da sind, aber dass etwas muss eine Intelligenz sein. Im Kapitel 3 behauptet der Lennox die Wissenschaft betreibe Reduktionismus. Das ist dann falsch, wenn man damit implizit unterstellt, und das ist bei ihm immer ein bisschen, dass man das Gefühl hat, er will etwas implizit unterstellen, dass Reduktionismus etwas mit Reduktion im Sinne von Weglassen zu tun hat. Aber Wissenschaft umfasst alles ohne Einschränkungen, sie lässt nichts weg. Wissenschaft forscht ohne Einschränkungen in allen Bereichen und sie ist auch offen für jede Form von der Wahrheit. Also wenn man irgendwie einen Gott würde brauchen als wissenschaftliche Theorie, um etwas zu erklären, dann kennt halt der Gott den Tier. Aber der müsste dann auch nach wissenschaftlichen Kriterien aufgebaut sein. Das wäre relativ schwierig. Aber wenn es zwingende Gründe gibt für so einen Annahme, dann wird die übernommen. Es gibt ja kein Dogma. Warum das die Wissenschaft mehr oder weniger auf einem Reduktionismus landet, das heisst, dass alles quasi mit Naturgesetzen erklärbar ist, ist eigentlich, weil sich das bewährt hat, nicht weil man das als Dogma vorausgesetzt hat. Was ist denn jetzt wieder los? Irgendwie tut er gerne abstellen. Ja, du bist so wie ein Papier. Genau. Ja, oder auf den Knopf. Gut. So. Also mit dieser Kausalität, mit diesen gesetzmäßigen Zusammenhang von kausal-deterministischen Ereignissen, das ist kein Dogma, sondern das bringt uns eigentlich unser umfassendes Weltbild, das wir haben. Es passt alles zusammen. Darum hat man es so. Sogar die Warum-Frage wird beantwortet, das habe ich schon mal gesehen. Gesagt, es gibt kein grösseres Warum im Sinn, wie es die Gläubigen dogmatisch voraussetzen, sondern das Warum ist eigentlich, warum gibt es Leben? Es gibt eigentlich Leben, weil es Leben kann geben. Die frohe Botschaft von der Realität lautet darum, der Mensch darf seinem Leben selber in Sinn geben, und zwar so, wie es ihm am besten gefällt. Und nicht so, wie irgendjemand das vorschreiben. Im Kapitel 4 zitiert er den Eugene Wigner und Roger Penrose, der zeigt er mit ähnlichen Textstereos, und der steht bei Penrose zum Beispiel: In der Tat muss die Übereinstimmung zwischen Mathematik und Physik einen äußerst tiefliegenden Grund haben. Ja, natürlich. Mathe ist nichts anderes als Sprache, ein bequemes Werkzeug, ein Instrument, das von der Physik gebraucht wird. Genauso gut können wir sagen, in der Tat muss die Übereinstimmung zwischen der deutschen Sprache und Kants Philosophie einen äußerst tiefliegenden Grund haben. Das sind alles nur so billige rhetorische Floskeln. Wer die falsche Frage stellt, kommt dann die falschen Antworten rüber. In einem Kapitelüberschrift fragt er, und die, die jetzt immer auf die Uhr schauen, ich bin 5 Minuten fertig. In einer Kapitelüberschrift schreibt er: Schließt die Evolution Gott aus? Nein, die Evolution schließt Gott nicht aus. Aber sie braucht ihn nicht. Und das ist genau der gleiche Fehler, wie wenn die Leute sagen, wenn Gläubige sagen, aber Atheisten glauben, es gibt keinen Gott. Das ist falsch. Atheisten glauben nicht, es gibt keinen Gott. Atheisten glauben nicht, dass es einen Gott gibt. Das ist ein feiner, aber extrem wichtiger Unterschied. Und es ist der gleiche Unterschied. Neben dem, dass Atheisten nicht glauben, dass es einen Gott ist, glauben Atheisten auch nicht, dass Zahnfee existiert oder dass Hexen in der Walpurgisnacht auf Besen reiten. Im Kapitel 5 gibt es ein Unterkapitel mit dem Titel «Die Frage, die nicht gestellt werden darf». Und auch der Titel suggeriert natürlich wieder, dass die Wissenschaft gewisse Sachen a priori ausschließt. Und das ist auch wieder falsch. Aber nicht jede Frage, man darf jede Frage stellen in der Wissenschaft, aber nicht jede Frage ist genau gleich sinnvoll. Und wenn jemand natürlich eine dumme Frage stellt, also eine Frage stellt, die quasi unterstellt, dass die gängige wissenschaftliche Theorie falsch ist, es gibt ja eine Suggestivfrage. Und das war eine Suggestivfrage dort. Wenn jemand natürlich so eine Suggestivfrage hat, dann muss er die sehr gut begründen, und sonst macht er sich lächerlich. Selbstverständlich ist sie nicht begründet. Gut. Der Lennox kann sich die Entstehung aus toter Materie nicht erklären, also kann es nicht so sein. Aber das ist natürlich ein typisches Argument um Ignoratia. Also nur weil man etwas nicht versteht, heisst das nicht, dass es nicht so sein kann.
Biologie hingegen kann sehr wohl erklären, wie das Leben aus toter Materie entsteht. Das hören wir nachher auch noch von dir, gell? Gut, dann ich das weg. Ja, in der Naturwissenschaft geht es darum, Beobachtungen zu machen. Aus diesen Beobachtungen Theorien abzuleiten und dann zu versuchen, die gefundenen Theorien zu widerlegen. Je länger diese Theorien nicht widerlegt werden, desto wahrscheinlicher ist sie richtig. Die Religionen machen eben genau das Gegenteil. Sie verbieten den Zweifel und an ihren Behauptungen. Und religiöse Ansichten genügen nicht den Anspruch von der wissenschaftlichen Theorie. Darum kann man auch irgendwie Schöpfung mit der Evolution vergleichen. Das geht gar nicht. Das sind ganz andere Ebenen. Und dann im Vergleich zum Lennox sind ewige Drehen um Pseudo-Argumente und repetitive Wiederholungen, ist doch das Lesen von Gotteswahn sehr spannend gewesen für mich. Zwar hat er nichts darin geschrieben, der Richard Dawkins, den ich nicht schon vorher gewusst hätte, aber er hat es sehr gut zusammengefasst. Und ich kann das Buch wirklich jedem also wenn ihr die Wahl habt, ein Buch zu lesen, lesen das. Ihr findet mehr oder weniger die gleichen Argumente wie da, nur ja. Gut. Auf jeden Fall sind da wenigstens Kapitel klar strukturiert und es hat pro Punkt hat es genau ein Thema. Fazit. Meiner Meinung nach ist John Lennox ein Schwätzer, ein Rhetoriker, der ein dickes Buch mit viel heißer Luft und wenig Substanz gefüllt hat. Seine wesentlichen Fehler waren, er postulierte Gott, ohne ihn seine Fragen zu erklären und zu sagen, woher seine Intelligenz kommt. Die Frage ist nicht, ob ein Gott als Erklärung ausgeschlossen wird, sondern ob es für eine Erklärung zwingend einen Gott braucht. Und wenn ja, bitte genau definieren, was für einen. Er denkt nicht zu Ende und versteht seine Logikfehler nicht. Wenn alles erschaffen worden sein muss, wer hat dann den Schöpfer geschaffen? Wenn der Schöpfer nicht erschaffen war, wieso muss dann alles andere erschaffen sein? Er beruft sich in unzulässiger Weise auf die Autoritäten, aber auch nicht dort, wo sie seine Theorien stützen. Er widerspricht der aktuellen wissenschaftlich anerkannten Position in Physik und Biologie und das, obwohl er wirklich keine Kompetenz hat in diesem Gebiet. Jeder wissenschaftliche Aussage widersprechen, das ist kein Problem. Aber dann macht man das nicht in einem populistischen Buch, sondern man muss nicht die gläubigen Christen überzeugen und das in einem christlichen Verlag drucken, sondern man muss die Wissenschaftsgemeinde überzeugen. Und wenn die nachher seine Theorien übernimmt, dann hat er recht gehabt. Und wenn sie sie ablehnt, dann hat er wahrscheinlich nicht recht gehabt. Die Wissenschaft ist doch immer offen für Korrekturen, weil sie hat einen Korrekturmechanismus eingebaut. Also, genau, er unterstellt seine Gegner, sie sind nicht objektiv und deben auf Dogmen basieren. Aber der Einzige, den ich gefunden habe, der da nicht objektiv ist, ist er selber. Der Einzige, der von Dogmen getrieben ist, ist der John Lennox. Er hat seine Vorstellung, dass die Welt muss von einem Gott, dass es einen Gott muss geben, weil es irgendwie sein Glauben ist und was dann tut alles darauf basieren. Und durch das ist er auch nicht mehr in der Lage, logisch klar und konsequent zu denken. Ich finde es beschämend, dass ein Professor von der Mathematik nicht klar denken kann und ein Buch schreibt, wirklich von vorne bis hinten eine Aneinanderreihung der gravierendsten Denkfehler ist. Leider bestätigt das mein Vorurteil. Glauben besiegt zu denken und wer glaubt, hat aufgehört zu denken. Ja, ich empfehle euch darum, spart euch die Zeit und kauft das. Danke vielmals. Ja. So. Das da war dann noch Christian Tedief. Hat den Nobelpreis bekommen für Molekularbiologie. Nein, das gibt es nicht. Für irgendwie Chemie etwas. Biochemie? Ist ein sehr gutes Buch. Ich habe vieles aus diesem Buch. Ein anderes Buch, das ich benutze, ist von Nick Lane. Das ist, würde ich meinen, noch ein bisschen einfacher, noch ein bisschen neuer. Das ist schon relativ ein Datum. Wird am Schluss von meinem Vortrag am Schluss auch noch etwas über John Lennox sagen. Ich bin nicht ganz. Ich kenne das Buch nicht. Ich kenne John Lennox aus verschiedenen Vorträgen, die ich im Internet gesehen habe und aus Diskussionen, die man mit dem Richard Dawkins geführt hat. Er wird häufig zitiert von gläubigen Leuten und ich sehe es ein bisschen anders. Ich hätte jetzt niemals gesagt, dass aufgeblasener Schwätzer. Er tut sehr sorgfältig argumentieren, aber ich komme auf das noch zurück. Ich würde meinen, er kann ohne weiteres eine Stunde reden und wahrscheinlich, es würde mich wundern, als bei einem Vortrag redet er ohne weiteres eine Stunde und kein Naturwissenschaftler würde ihm heftig widersprechen. Weil eigentlich alles stimmt, was er sagt. Er macht am Schluss einen anderen Fehler.
Aber er kommt wieder noch. Danke, trotzdem. Ja, so. Ich habe ja das Buch geschrieben, darum bin ich wahrscheinlich da. Und da tue ich Evolution, beschrieben in einem von vier Teilen, Evolution und den Entstehung vom Leben. Und ich finde, Evolution ist ein extrem wichtiges Thema. Die gesamte Biologie basiert auf dem, auf deren Idee von der Evolutionstheorie. Und man kann kaum einen Artikel lesen über Biologie, aber auch viel über Medizin, wo nicht irgendwie der Grundgedanke vorkommt. Manchmal, oder häufig, nicht explizit, aber häufig implizit. Und es ist viel zu wenig bekannt, dass also es einen Biologen, der mein Buch gelesen hat, der hat immerhin einen Abschluss in Biologie an der, ich bin nicht sicher, Uni Zürich oder in Genf studiert, Molekularbiologie, der hat am Schluss gesagt, also jetzt hat er zum ersten Mal er in meinem Buch Argumente gefunden und Beispiele zu dieser Evolutionstheorie, das hat er überhaupt noch nie gehört. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man das so wenig kennt, die wichtige Theorie. Also, ich finde das sehr schön, dass ihr die Reihe macht, und ich rede aber heute nur ganz über den Anfang. Und eigentlich würde man meinen, das ist falsch, ach. So, da, Evolution zum Leben. Da hätte ich vor 10 Jahren gesagt, schon an dem Titel sieht man, dass der hier nicht rauskommt. Weil Evolution fängt erst an, wenn das Leben da ist. Dann, das habe ich in vielen Büchern so gelesen und ich habe immer das Gefühl gehabt, ja klar, Evolution kann erst passieren, wenn das Leben da ist. Und ich werde heute einen ganz anderen Blick zeigen, wo, würde ich meinen, heute allgemein akzeptiert ist. So, wenn ich bin ja Sek-Lehrer und Lehrer für Biologie und Physik und Chemie, und in der ersten Biologiestunde sage ich euch den Schülern, sie sollen sich ein Lebewesen vorstellen. Und mit Biologie geht es um Lebewesen. Also denkt die an ein Lebewesen. Ich weiß nicht, was würdest du sagen? Lebewesen, was kommt da in Sinn? Silikot. Ja. Esel. Esel, okay. Also, das ist etwas, was die Schüler sagen. Silikot ist schon sehr exotisch. Und dann sage ich auch, ich schaue zum Fenster aus, jetzt da müssen wir den Plakat wegschieben, dann sieht man hinten dran die Pflanzen. Und dann kommt der Schlauste von diesen Schülern, so ein Sonderling, der kommt dann auf die Idee, aha, ein Baum ist ja auch ein Lebewesen, eigentlich. Und ein Baum könnte man ja auch als Lebewesen. Das ist dann einer, mit dem redest du nicht mehr, und der wird dann in der Pause, wird dem die Tasche recht geklaut. So. Für Biologen ist Leben ganz etwas anderes. Also wenn man das Bild hat, ich denke, das ist mal das Grundproblem, wenn man sagt, jetzt entsteht der Esel oder ein Zebra entsteht aus toter Materie. Dann sieht man das Bild von sich. Das Zebra steigt aus dem Sumpf. Und dann ist klar, wenn man das Bild von sich hat, dann braucht es natürlich einen Schöpfer, wo das Zebra da aus dem Sumpf raus schöpft. So. Das ist eigentlich einleuchtend. Und man kann sich nicht vorstellen, dass das Zebra das aus dem Sumpf entstehen. Das ist vom Bild her passt das nicht. Und darum ist es wichtig, dass man sich zuerst mal klar macht, für Biologen ist Leben ganz etwas anderes. Die haben zuerst einmal gibt es einen Haufen Bakterien da, dann gibt es da die Archaeen, da hat man früher noch gemeint, das sind altertümliche, einfache Bakterien. Man hat heute ist man der Ansicht, nein, das sind einfach andere Arten von Bakterien. Und dann gibt es da die Eukaryota, das sind die, die einen Zellkern haben. Und man sieht, da sind die Tiere, die wir daran denken. Und da sind allenfalls noch Pilze, die kennen wir auch, und Pflanzen. Und alle anderen da, die kennen die meisten Leute nicht. Also ich hätte auch Mühe zu erklären, was ein Diplomaten, was das für dich sind. Ich nehme jetzt an, den meisten geht es so. Da habe ich noch alle Tiere drauf. Und das sind nicht die ausgestorbenen Tiere. Häufig haben wir die Darstellung als, das sind ausgestorbene Tiere. Aber das sind alles Tiere, die es noch gibt, außer allenfalls die Urlebewesen, die gibt es zum Teil dann nicht mehr. Und natürlich sind viele von denen auch ausgestorben, aber nicht als Gesamtfamilie. Das sind die, die wir da denken, Vögel, Säugetiere,
Insekten, die meisten von denen sind heute wahrscheinlich Sachen, die wir gar nicht kennen. Das, was Würmer-Sachen, da gibt es im Meer beliebig viel, das kennen wir gar nicht. Man kann überhaupt nicht abschätzen, wie viel das sind im Gesamten. Ich glaube, die Schätzung geht irgendwie von 3 Millionen. Ich sage jetzt keine Zahlen. Ich habe es mir irgendwann mehr ausgedrückt, aber ich habe es nicht mehr im Kopf. Es sind extreme Unterschiede. Die meisten sind Insekten, Würmer, aber das sind jetzt nur Tiere. Da sind Bakterien nicht dabei. Von denen, es hat einmal in Norwegen haben sie einmal 1 Gramm Erde ausgegraben und geschaut, wie viele verschiedene Bakterien da drin sind. Und da sind es auf 5'000 verschiedene Arten in dem 1 Gramm Erde, von einem bestimmten Ort. Und da gibt es eine völlig andere Art von Erde, also das ist Masse. Ein Nasenarzt hat mir gesagt, in der Nase von einem gesunden Menschen hat es 300 verschiedene Pilzarten. Also einfach, das sind unglaublich viele Sachen. Und wir reden nur von diesen paar wenigen, allerkompliziertesten und meinen dann, das sei es. Und ich würde heute von all denen nicht reden. Und von den Urlebewesen will ich ganz ein bisschen reden. Weil die sind eigentlich schon viel zu kompliziert. Es geht viel einfacher. Und ich rede heute eigentlich von Physik und von Chemie. Und das ist ein Buch, das wird, wo ich die erste Biologie-Vorlesung habe, hat uns der Professor 10 Bücher empfohlen. Und eins ist das von Erwin Schrödinger, das ist ein Quantenphysiker. Und das wird heute also noch als ja gut, das ist jetzt 30 Jahre her, aber ich nehme an, es wird heute noch empfohlen und es wird zu Recht empfohlen. Weil der hat sich als Erster überlegt, was braucht es denn, damit ein Lebewesen entsteht? Und hat sich überlegt, was muss die Materie für Eigenschaften haben, damit man das Lebewesen nennen kann. Und eines der wichtigen Themen, ich gehe jetzt nicht in alle Detail, eines der wichtigen Themen war, ein Lebewesen kann sich irgendwie selber kopieren. Das hat eine Information und kann dann sich kopieren, sodass die Information nachher vervielfältigt ist. Das bedeutet Leben. Und dann kommt ein Physiker oder ein Chemiker sehr rasch auf, man tut das nachher auf der Homepage, also man findet das, hoffe ich. Ein Chemiker oder ein Physiker denkt da sehr rasch an einen Kristall. Weil ein Kristall macht das genau so, und ich hoffe, dass es funktioniert, weil ich habe versucht, es funktioniert jedes zweite Mal nicht. Ich habe wenige Chancen. Also, ich habe hier eine Flüssigkeit, das ist ein Salzwasser. Und ich habe ein paar Kristalle, die haben Information. Das sind so Salzkristalle. Und wenn ich jetzt da dass die Kristalle da rein tun und ein bisschen Glück haben, dann müsste das kristallisieren. Ich habe gehört, das ging nicht. Da ist eine übersättigte Lösung von einem mit Natriumacetat, das ist ein Salz, und das ist einfach flüssig. Und jetzt leere ich da ein paar Kristalle rein. Und die Kristalle, die geben die Information, wie Kristalle aufgebaut sind. Und wir sehen schon, der Kristall breitet sich jetzt aus. Und die Kristalle merken jetzt, wie sie organisiert sind. Natürlich sind das nicht Lebewesen, aber es ist doch eine Information, die sich weiter ausbreitet. Und bei Lebewesen hat man auch als erstes mal nach Kristall gesucht und tatsächlich die berühmte DNA-Doppelhelix, das wird Kristall genannt, das ist ein aperiodischer Kristall. Einfach viel komplizierter als was wir hier haben.
einen Kristall reintun und dann wird das selber zum Kristall. Und es gibt dann ein bisschen kompliziertere Sachen, kompliziertere Salz, die können auf verschiedene Arten kristallisieren. Und das ist natürlich schon klar, das ist nicht das Lebewesen, selbst wenn der Kristall jetzt zu Kristall wird, zwei, drei Arten lang nicht mehr. Wir erwarten mehr, dass wir das Lebewesen nennen. Und sonst ist es lausig. Okay, ich hoffe, der zweite Versuch funktioniert dann. Sonst wäre ich schade. Also das ist der Schrödinger und der hat dann verschiedene Physiker, ja es ist eine Zeit, die sich allgemein Physiker mit dem befasst hat. Da Delbrück und Luria, der Delbrück war ein Physiker gewesen und hat, das sind sie bei mir arbeiten, offensichtlich. Die haben festgestellt, Bakterien werden durch eine spontane Mutation resistent. Also Physiker haben sich da, der James Watson, der hat zwar Zoologie studiert, ist aber inspiriert gewesen von Schrödinger, seinem Buch. Das ist ja 10 Jahre später. Francis Crick war ein Physiker gewesen. Und die sind von den Biologen nicht ernst genommen worden. Die Biologen haben dort gesagt, man kann nicht ein Molekül, ein Molekül von einem Lebewesen wollen, mit der Methode von einem Chemiker beschreiben. Das funktioniert nicht, die sind viel zu kompliziert, da braucht es eine Lebenskraft oder so. Das haben zwar viele Biologen schon nicht gedacht, aber sie haben immer gedacht, das ist viel zu kompliziert, da kommt man mit chemischen Methoden nicht weiter. Und sie haben gesagt, doch, wir machen das so. Und die Biologen haben von diesen zwei geredet, von den zwei wissenschaftlichen Clowns. Und sind dann erst ernst genommen worden, wo sie dann das Modell gebaut haben, wo eben dann die DNA Doppelhelix ist. Übrigens sieht man dann, ja, das Modell ist nicht gut, das kommt nachher noch vor. Das da ist der berühmte Versuch von Miller, Urey, Stanley Miller und Harold Urey. Und Stanley Miller, der ist viel zu alt gezeichnet, der wäre viel jünger. Der war 23 gewesen, als Student, der hat schon den Nobelpreis gehabt. Und der Stanley Miller hat dann gesagt, so, und jetzt baue ich halt die Atmosphäre mal nach. Ich baue die Urerde mal nach. 1953 hat gesagt, auf der Erde hat es früher noch Wasser gehabt. Da tue ich das Wasser an. In der Kolbe, und das Wasser ist heiß, darum hat er da erhitzt. Irgendwie durch Bunsenbrenner. Und dann verdampft das Wasser und geht da rauf. Und dann hat er gesagt, da oben ist eine Atmosphäre. Und in dieser Atmosphäre hat es verschiedene ganz einfache Gase. Wasserstoff, CO2, Kohlenmonoxid, was hat man gehabt? Stickstoff, Ammoniak, Methan. Ich glaube, das sind die, die man drin hat. Und er hat gesagt, und dann gibt es da Blitz. In dieser Urerde hat es immer mal Blitz gegeben. Und dann kühlt es ja irgendwann wieder ab, dann hat er da gekühlt und es regnet da manchmal. Und der Regen, der geht wieder ins Meer. Und da wird es wieder erhitzt und geht da rauf und dann kann es da blitzen und so. Und wenn das ein Milliard Jahre lang geht so, dann gibt es ja vielleicht irgendwann Lebewesen. Und weil der Stanley Miller 23 war und denkt, er ist doch ein bisschen naiv und so, und denkt, ja, 3 Tage kann ich warten und jetzt schaue ich mal nach. Ich weiß nicht, vielleicht hat er 4 Tage warten, aber länger nicht. Und dann hat er nachgeschaut, ja, was ist denn jetzt da in dieser Suppe drin? Und das wird dann so braun und irgendwie Chemiker kennen das, organische Chemiker, das wird dann so eine braune Masse, wo man dann ewig lang muss dran putzen. Und das hat er analysiert mit der damaligen Methode. Und zwar hat er vor allem geschaut, kommen da Aminosäuren vor, weil Aminosäuren sind bekannt gewesen. Und er hat 3, oder heute findet man 3 Sachen. Der Versuch war fast zu gut gewesen. Er ist fast zu gut gewesen, aber ich zeige jetzt, gleich so mal weitermachen. Das ist das Urmodell, so hat es ausgesehen, die Anordnung. Und da hat er gefunden, er hat hinter eben da die einfachen Moleküle, die ich vorher aufgezählt habe. Und dann hat es 3 Hauptgruppen von Sachen gegeben. Erstens Lipid, das sind, ich komme nachher drauf, was das ist, Nukleotid und Aminosäuren. Und die tue ich jetzt vorstellen, weil die Grundteile, die können schon wahnsinnige Sachen machen. Das ist der Versuch von Miller-Urey. Da, das sind die Lipide. Ein Lipid ist dargestellt als so eine weiße Kugel und so gelbe Fäden. Und die weißen Kugeln,
die sind polar, die mischen sich mit Wasser. Und die gelben Fäden, die sind apolar, die mischen sich nicht mit Wasser. Die werden vom Wasser weggedruckt. Und jetzt, was passiert, wenn ein Solipid, ein Haufen Solipid ins Wasser kommt, dann werden all die Fäden weggedruckt und es gibt eine Schicht von diesen Sachen, wo sich eben, von diesen Teilen, Seiten von diesen Teilen, die sich mit Wasser mischt. Und dann kommen die, die sich nicht mischen, und unten hat es eine zweite Schicht, die sich mischt. Und dann können die so Blösli bilden und es gibt so Blösli, das sind langweilige, die haben nur eine Schicht, aber häufig gibt es solche, wo dann in dem Teil innen etwas kann sein. Und diese Teile, die können natürlich sich wieder spalten und dann hat es auch eine Vervielfältigung von so Teilen und die Chemiker, die sich mit dem befassen, die haben das Gefühl, da so ist Leben entstanden, das sind schon die Urzellen und die spalten sich dann und dann gibt es dann Lebewesen und die wissen dann vieles nicht, was auch noch könnte passieren. Oder ich finde es halt spannend, ich habe es das ist nicht, dass Sie das alles verstehen müssen, aber ich erkläre kurz. Erstens sieht man, das ist ein Lipid. Nein, das ist ein Lipid. Und das sind Ausgangsstoffe. Und das ist zusammengesetzt aus dreimal dem gleichen, das, das und das. Das sind so Kohlenstoffketten. Und das sind, die bilden sich selber, überall bilden die sich einfach. Kohlenstoff hat einfach viele Orte, wo etwas angehängt werden kann und dann hängen sehr schnell hängen halt so Wasserstoffteile dran. Und dann hat man da das Glycerol, das ist ein Molekül mit 14 Atomen drin. Also das ist nicht etwas wahnsinnig kompliziert, sondern das ist einfach. Und dann kann sich da so Wasser abspalten, da ist ein OH und da ist ein Wasserstoffteile und die können sich abspalten, ein Wasserteile, zweites Wasserteile, drittes Wasserteile und dann hängt das Ding zusammen und ist ein Lipidmolekül. Und dann, wenn das häufig passiert, dann bildet sich bereits die Blösli und die sieht dann am Schluss so aus in der Flüssigkeit. Das ist doch schön. So, dann das Nächste. Und das ist noch erschreckend, aber man muss gar nicht alles verstehen. Es ist gar nicht. Das ist meine langweiligste Biologie-Vorlesung. Der hat stundenlang hat er so Moleküle angelegt und nie erklärt, für was man es braucht. Das ist furchtbar. Aber ich zeige Ihnen, für was man es braucht. Das sind Aminosäuren. Die 20 Aminosäuren bilden Protein. Das sind fast, man kann sagen, fast die wichtigsten Teile für Lebewesen. Die steuern alles im Körper. Alles. Von der Augenfarbe, Haarfarbe, Größe, Darmfunktionen. Und auch die Zeit, wann passiert dann etwas und so. Also, wahnsinnige Sache. Die können alles steuern. Es gibt noch 40 mehr, die nicht gebraucht werden für Lebewesen. Aber die 20 werden gebraucht und die haben alle die gleichen zwei Sachen. Die haben so einen blauen Teil, das ist eine Aminogruppe. Und der ist positiv geladen dann in dem Teil rein. Und dann haben sie da das COOH. Das ist eine Carboxylgruppe, die ist negativ geladen. Und wieder kann da so ein OH abgespalten werden und da ein H abgespalten werden, dann gibt es da ein Wasserteil, H2O. Und dann hängt das mit der Aminosäure hängt mit der zusammen. Und die da hat wieder die Carboxylgruppe, kann da wieder das Wasserteil abspalten und dann gibt es da eine Verbindung. Und so bindet die Kette. Jetzt muss ich zeigen, was die weiter können. Die Kette, die sehen dann zuerst mal, das ist noch, wie es gebildet wird. Die bildet dann so, wenn es lange Kette gibt, dann gibt das so eine Helix. Das ist nicht die DNA-Doppelhelix, sondern das ist einfach in einem Protein, in einem Eiweißmolekül, hat man da so eine Helix. Und die Helix, das ist aber nur der Faden, die bildet dann weitere dreidimensionale Teile. Und die dreidimensionalen Teile können sich dann nochmal zu mehreren Teilen zusammenbilden. Und das ist also dann wirklich eine ganz komplizierte Struktur, wo dann eine dreidimensionale Form definiert ist durch die Aufreihung von Aminosäuren. Also wenn man die Reihenfolge von diesen Aminosäuren hat, dann gibt es da nur noch ganz wenige Möglichkeiten, wie sich das kopieren kann.
So, was machen die? Das wäre jetzt so ein dreidimensionales Protein. Das hat, das ist jetzt abstrakt zeichnet, aber das wäre ein Zucker. Und der Zucker, der hat jetzt gerade Platz auf dem Protein. Auf dem violetten Protein. Und wenn das da drauf liegt, dann führt das violette Protein dazu, dass der Zucker gespalten wird, nennt man nachher zwei Teile. Also das wäre jetzt eine einfache Funktion. Ein Protein kann Zucker spalten. Das kann man das Umgekehrte machen. Bei anderen Teilen, anderen Proteinen, nimmt es die zwei Teile, legt die da an und dann verbindet es die. Man sagt eben auch Katalysator. Nachher ist das Protein wieder allein, kann wieder allein rum zum nächsten oder verbinden. Darum sind die sehr wirkungsvoll, weil die eben mehrmals gebraucht werden und reihenweise dann können funktionieren. So, da ist noch ein komplizierter Effekt, einfach zum zeigen, wie die ineinander spielen. Da haben wir ein Protein, da ist ein anderes Protein und das da ist ein drittes Protein. Und das dritte kann da zum Grünen nicht ansitzen. Das Violette kann beim Grünen nicht anhängen. Aber wenn das Zusatzteil da kommt und da andockt, dann verändert sich das Protein und das kann da anhängen und jetzt passiert die Reaktion. Also das heisst, ein zusätzliches Teil kann dann das die Maschine eine Art anstellen. Das kann als Schalter wirken. Umgekehrt ist das ein Schalter, der abstellt. Da hängt es an. Vorher würde es gehen, wenn das nicht anhängt. Wenn das Teil anhängt, dann verändert sich da die Form und es passt nicht mehr zusammen. Dann funktioniert die Reaktion nicht mehr. Und jetzt kann man sich einfach mit ein bisschen weiterdenken, merkt man, da passieren extrem komplizierte Sachen, wie das ineinander spielt. So, und jetzt hat man, es gibt natürlich einen Fans von den Proteinen, die sagen, ja, alles ist aus Protein entstanden. Das sind die ersten Teile, die sie sind. Die Proteine haben ein paar Nachteile. Erstens, die gehen bei 60 Grad kaputt. Also ein Ei besteht zu einem grossen Teil aus Eiweiß. Wenn man die kocht, dann krümmt das Ei, dann ist es kaputt, dann ist es weg. Die Uhr der Erde schätzt man, ist eher 120 Grad gewesen, oder auf jeden Fall nicht an vielen Orten unter 60 Grad. Also das funktioniert da nicht. Zweiter Nachteil, die können sich nicht vervielfältigen. Die gehen nicht weiter. Aber man kann sich, das habe ich Ihnen zuerst sagen. Wenn man jetzt die Lipidschicht von vorher mit diesen Proteinen kombiniert, das ist jetzt eine moderne Zellwand, da hat es extrem viele so verschiedene Proteine drin. Da sind eine Anhäufung von Proteinen, die machen, dass da Ionen in die Zellen hineingehen. Das heisst, die Zelle kann sich aufladen und kann so auch Energie sammeln. Die machen da verschiedene andere Sachen. Also, Die Proteine können bestimmen, was kommt in die Zellen rein, was kann wieder raus. Und jetzt sehen wir, dass die urtümlichen Blösli sehr effektvoll werden können. Wenn die die Zellwand kann bestimmen, welche Teile dürfen rein und welche raus, dann verwässern sie nämlich nicht mehr so ohne weiteres. Jetzt da. Ich habe vorhin gesagt, die Proteine haben Nachteile. Das ist das dritte Teil, das sich noch relativ schnell bildet. Das sind Nukleinbasen und eigentlich müssen es 5 sein, ich kann dann noch 4 abbilden. Es gibt noch ein Uricin, das da sehr ähnlich ist wie das Thymin. Aber es spielt gar keine Rolle, Sie müssen nicht genau wissen. Ich will mit dem Bild nur zeigen, es sind 4 so Nukleinbasen, beziehungsweise 5. Und die sind auch sehr einfach aufgebaut. Also das ist, man muss sagen, wow, das kann gar nicht entstehen, sondern die entstehen eben an vielen Orten. Adenin hat man auf Meteoriten gefunden, das passiert wirklich im Weltall, entstehen die. Das ist nicht etwas, was eine riesige Sache braucht und wo jemand muss die zusammen überlegen, wo kommen die an, sondern die bilden sich eigentlich. Im Tiefsee, bei Vulkanen findet man es, überall findet man die Teile. Und die haben eine Eigenschaft, ähnlich wie Aminosäuren, die sich zu Fäden zusammenbinden, können die sich auch zu Fäden zusammenbinden. Die brauchen noch 2 zusätzliche Teile, nämlich da. Das ist so ein Ribosezucker. Und das ist ein Phosphatteil. Und das bildet das Rückgrat. Auch ganz einfache Teile, die bilden das Rückgrat.
Und die können dann so die Basen da, die ursprünglichen Nukleinbasen, anhängen. Und können auch wieder eine bestimmte Abfolge von Informationen geben. Und die Abfolge von Informationen, die kann sich dann auch, erstens kann sie, die kann nicht zwei Sachen, die kann sich mit diesen Proteinen, könnte die sich so verknüpfen, dass es ein Enzym gibt, dass sie auch Reaktionen, chemische Reaktionen katalysieren, also dass die Reaktionen passieren oder nicht passieren oder schneller passieren. Und das Zweite, was die können sich vervielfältigen. Das ist häufig gesagt, wenn die DNA sich vervielfältigen, dann kann das noch viel besser. Aber es passiert auch, ich kann ein bisschen schissen, eigentlich ist das ein Bild von einer DNA, aber in der RNA passiert es auch. Nicht so häufig und es gibt nicht ganz so ein schönes Bild, aber und man findet es nicht im Internet, ich habe es geglaubt. Aber man sieht da, was passiert. Man hat da den Rücken, man hat da den anderen Rücken von der zweiten, das sind zwei so Fäden, die zusammenhängen. Und da hinten, das ist, gibt immer, die geben immer den gleichen Abstand. Ich weiß nicht mehr, wie das ist. Aber das ist der gleiche Abstand wie das Violett und das Grüne zusammen. Und das, das Rosarote und das Blaue gibt wieder den gleichen Abstand. Also die können eine Art komplementären Faden anhängen. Beziehungsweise sie können auch einzelne solche so Teile anhängen, sodass die sich eben kann kopieren. Also das ist ein Faden und der kann sich kopieren, indem er einen zweiten anhängt und dann, indem sich wieder spaltet, dann ist das eine Art das Gegenstück, also das, genau das Komplementäre dazu. Und dann kann sich das nochmal kopieren, dann gibt es den gleichen Faden, den man am Anfang hat. Also die Ribonukleinsäure, die können sich kopieren. Passiert auch heute noch bei gewissen Bakterien. So, und das gibt dann das Bild. Noch etwas können die. Die können nicht nur sich selber kopieren, sondern die können auch Protein schaffen. Also in unserem Körper tut nicht DNA, also nicht der DNA-Strang tut nicht Protein bauen, sondern die Ribonukleinsäure, die RNA, die tut Protein machen. Und dann gehen Proteine dort an, was gebraucht wird, und machen dann das, was eben der chemische Effekt. So, das stellt man sich dann vor, so können die Ursuppe aussehen haben. Das sind so die Zellmembranen, durchsetzt mit Proteinen, die sich da gebildet haben. Und da das Ribosom, das ist ein kompliziertes Gebilde von Protein und RNA. Und das ist viel später entstanden, das ist überhaupt nicht Ur, sondern das ist eigentlich viel später entstanden. Und das ist auch ein Enzym, das dann macht, dass die RNA sehr effizient Protein herstellt. Also es geht in kürzester Zeit, das ist der Nobelpreis von der Schweiz, der hat ja, ich weiß nicht, noch nie, das ist nicht mehr von, weiß ich. Den Schweizer Nobelpreis bekommen für Chemie, weil er eigentlich ein Physiker ist und ein Apparat entdeckt hat, der filmen kann, wie die chemischen Reaktionen ablaufen. Also der kann komplizierte chemische Reaktionen filmen. Und er macht aber nicht einen Film, so wie wir da, sondern er macht irgendwie 10'000 Reaktionen, muss er filmen, und dann kann er das mit dem Computer ausrechnen, was ist eigentlich in der Reihe nach passiert. Und das hat die Schweiz herausgefunden, also man kann das jetzt wirklich fast nicht im Lifetime, aber mit Computerbearbeitung herausfinden, in welcher Reihe von passieren die chemischen Reaktionen, dass ein RNA-Molekül da nachher Protein draus macht. So. Und jetzt gibt die Ursuppe da, das wäre die Ursuppe, die hat drei Probleme. Und das ist eben der John Lennox, der sieht da die Probleme schon. Das sieht er völlig richtig. Ich weiß nicht, ob er auf die Ursuppe eingeht. Aber die hat drei Probleme. Yes, Mr. Darwin. Da ist eine Archaea-Bakterie in meiner Ursuppe. Das ist jetzt nicht das Hauptproblem. Aber drei Probleme. Wir sehen die Ursuppe heute nicht mehr. Die gibt es nicht. Also eigentlich müsste man doch erwarten, überall, wo wir anschauen, im Meer,
müsste da so die Urteile sein, die ich jetzt da beschrieben habe. Viel einfacher als die heutigen Proteine. Wir finden massenhaft heutige Proteine, moderne Sachen. Wir finden massenhaft RNA, wenn man im Meerwasser schaut. Aber wir finden nie die Ursuppe, die ganz einfachen Teile. Dass die heutigen Proteine, die haben irgendwie 1000 Teile aneinandergereiht. Und zwar exakt in der richtigen Reihenfolge. Und warum kommen die auf die Idee, um die richtige Reihenfolge zu sein? Und der Punkt ist der, die Teile heute, die modernen Teile, die sind so effizient geworden, die fressen alles andere auf. Also das ist die Erklärung, die man heute hat. Wenn man die urtümlichen alten Teile da drin tut, dann werden alle einfacher aufgefressen. Und man sieht das auch schon im Labor, kann man das nachvollziehen. Bereits ganz einfache RNA aus 50 Nukleinsäuren aneinandergereiht, nur 50, die haben bereits eine Evolution drin. Also da kann man ein beliebiges RNA-Stück auseinanderstückeln und das in einen Topf geben und ein bisschen mischen und ich weiß nicht, wenn es noch aufheizen oder was. Nein, ja, man muss noch Energie dazu geben, dann verbindet die sich zu einer RNA und die Verbindung, die geht, und die Teile können sich kopieren. Also das ist, was ich vorher gesagt habe, die RNA kann sich kopieren und die kopiert sich immer schneller. Also je länger man das macht, desto schneller kopieren die sich. Und am Schluss hat man eine Brühe, wo die RNA ist mit 50 Teilen aneinander. Und die kopiert sich rasend schnell. Die ist einfach, sonst kann die nichts. Also das kann nicht das Leben sein. Aber die kann sich kopieren. Ja. Könnte ein Grund sein, dass es die Ursuppe nicht mehr gibt, dass eigentlich die Umgebungsbedingungen von damals gar nicht mehr gibt auf dieser Welt. Ja, eben. Und der Hauptunterschied ist, dass wir heute eben viel kompliziertere Moleküle haben, die die einfacher fressen. Und ein anderer Grund ist noch, dass man also Sauerstoff hat. Das sieht man dann, wenn man die Erdschichten anschaut. Es gibt die alten Erdschichten, sind schwarz. Und es hat überall Eisen in der Erde. Und dann gibt es Wärmeschichten, das ist alles Eisen, ist rot. Das ist rot gerostet. Dann sieht man, da ist jetzt der Sauerstoff auftaucht. Und das ist sehr plötzlich passiert. Und der Sauerstoff ist extrem aggressiv. Der Sauerstoff macht ziemlich viel kaputt. Und wenn eben die ganz einfachen Moleküle da sind, dann gehen die kaputt. Also bereits da, in denen, das ist Chemie, das ist nicht Biologie, das sind chemische Teile. Und die machen bereits eine Evolution. Und darum ist der Titel, ich bin wirklich überzeugt, der ist richtig. Es gibt eine chemische Evolution, man redet heute von einer chemischen Evolution. Und eine Selektion gibt es eben auch. So, jetzt kommt es zwei. Ah, das ist der Punkt, ja. Wenn ich eine Sardinenbüchse nehme, dann habe ich da alle die Teile drin und noch viel kompliziertere. Und ich habe DNA drin und ich habe RNA drin und alles ist da drin, Protein. Und das kann ich sogar noch warm machen, damit es noch etwas schneller geht und etwas passiert. Und ich bin ziemlich sicher, kein Wissenschaftler würde sagen, aus dieser Sardinenbüchse, selbst wenn man das 1000 Jahre stehen lässt, dann gibt es da Lebewesen draus. Das machen die nicht. Warum? In der Chemie hat jede Reaktion eigentlich grundsätzlich mal eine Richtung. Die können zwar theoretisch in beide Richtungen gehen, aber sie macht in der Natur immer die gleiche Richtung. Normalerweise. Und all die Reaktionen, oder viele von den Reaktionen, die ich jetzt da geschildert habe und gesagt habe, das passiert, die gehen in die falsche Richtung. Das merkt man als Laie vielleicht nicht ohne weiteres, aber ein Chemiker sieht sofort, ja, da braucht es ja Energie. Woher kommt denn die Energie, die da reingeht? Und das typische Beispiel von so einer Reaktion, jetzt kommt nämlich das zweite Funktionsversuch, aber hoffentlich funktioniert. Der typische Versuch, oder? Man kann eine Tinte. Soll ich es da stehen? Ich kann sie in die Hand nehmen.
Der typische Versuch ist, dass man einen Tintentropfen da ins Wasser tut, der verbreitet sich, der zieht sich nicht zusammen. Das könnt ihr theoretisch auch. Tintentropfen, theoretisch könnt ihr alle Tintenteile versammeln und an einen Punkt einen blauen Fleck machen. Das passiert nie. Die verbreitet sich, verteilt sich und am Schluss sehen wir nichts mehr. Und das passiert bei allen chemischen Reaktionen, haben die richtig. Also ich versuche das jetzt ein komplizierter Versuch, wo noch spannend ist. So, da, das ganze Zeitchen wird der blau. Und dann geht es vielleicht noch ein Zeitchen, wenn wir Glück haben, und dann zerfällt das blau. Aber es ist eine klare Richtung vorgegeben, was da passiert. Und der Versuch fängt nicht plötzlich wieder von vorne an. Also eigentlich müsste jetzt richtig haben und dann nicht einfach wieder von vorne anfangen, der sollte dann mal aufhören. Und das ist eigentlich jetzt nicht gut, weil der sollte, also das ist lange im Chemik gemeint, das ist ein Dreckeffekt. Das ist einfach, das haben sie zwar schon beobachtet, das passiert, es ist nicht wie ich drüben, sondern es geht einfach ein bisschen schneller. Und man spürt dann zum Zürich, wo da Dämpfe entwickelt werden. So, er hat gesagt, es ging etwa 3 Minuten so weiter. Ich weiß nicht, wie lange haben wir noch. Also, man muss es nicht trinken, es ist kein Coca-Cola. Was ist da passiert? Das hat ein Chemiker zuerst mal beschrieben. 1950, der Boris Pavlovich Belousov. Ich habe sonst nie gehört. Der hat das beschrieben und der hat das an 3 Fachjournale geschickt. Und die haben alles abgelehnt und gesagt, jeder Chemiestudent lehrt im ersten Semester, dass eine chemische Reaktion richtig hat. Das kann nicht passieren, dass da plötzlich eine chemische Reaktion in die andere Richtung geht und wieder umkehrt und so. Und die Richtung ist auch klar. Normalerweise zerfallen die Sachen. Man sagt, die Entropie nimmt immer zu, der Durcheinander nimmt immer zu. Das heisst, du hast am Anfang etwas Kompliziertes und das Komplizierte, das zerfällt. Und der Chemiker muss dann überlegen, ja, wo ist das Komplizierte und wo ist das Einfache. Das ist nicht ganz einfach zu sehen, aber wenn man das gesehen hat, dann weiss man, die chemische Reaktion, die geht in die Richtung. So, was ist da passiert? Es ist ein Ungleichgewicht. Und das hat dann viel später Ilya Prigozhin hat das erklärt im Detail, was da passiert, warum gewisse chemische Reaktionen können, plötzlich aus etwas Einfachem etwas Kompliziertes machen. Und er hat dann 1977 den Nobelpreis dafür bekommen. Und er hat auch, der Prigozhin hat gezeigt, das ist eigentlich ein Effekt, der muss passieren, wenn es ein grosses thermodynamisches Ungleichgewicht gibt, oder überhaupt ein Ungleichgewicht. Das ist ja nicht thermodynamisch, da ist einfach die verschiedenen Flüssigkeiten, die ich zusammengemischt habe, die haben ein Ungleichgewicht gehabt. Und bis sich das eingestellt hat, das Gleichgewicht, am Schluss bleibt es dann blau, bis sich das eingestellt hat, kann es hin und her pendeln. So, und wo haben wir ein Ungleichgewicht? Ja, überall. Das ist so die Erde, oder? Da geht ein Meteorit runter. Meteorit ist extrem heiß, wenn er in die Atmosphäre kommt. Das Weltall ist extrem kalt, die Sonne ist extrem heiß. Ich hätte noch einen Sonnenaufgang dazu tun. Da ein Vulkan ist extrem heiß. Unten dran ist vielleicht Wasser. Man sieht es nicht, doch da unten. Sehen wir es? Das ist noch ein bisschen da unten. Rechts. So. Extrem heiß wird extrem abgekühlt, wenn es ins Wasser kommt. Dann da ein Vulkan unter Wasser, extrem heiß, der kann auch glühen und alles ins Wasser explodiert. Aber nebendran kühlt es ab. Da habe ich noch so die Uratmosphäre. Man kann sich das vorstellen, dass es heiß ist, oder? Überall hast du Vulkan und heiße Therme und so weiter. Und was, wenn jetzt Biologen sagen, wir haben keine Ahnung, wo das Leben entstanden oder wie das Leben entstanden ist, dann meinen sie häufig einfach das. Wir wissen nicht, ist es ein Meteorit gewesen, oder ist es ein Vulkan gewesen, oder ist es eine thermische Quelle gewesen, oder wo ist es gewesen? Und darüber streiten sie. Und sie streiten darüber, in welcher Reihenfolge ist es passiert. Sind es zuerst vor allem die Lipidbläschen gewesen, oder sind es zuerst vor allem
Protein gewesen, von dem kommt man ziemlich ab, oder ist es RNA gewesen und so weiter. Über das so Sachen streiten die welche Reihenfolge. Aber es ist nicht so, dass sie sagen, und jetzt gibt es einen Effekt, den wir nicht mehr erklären können und wir können überhaupt nicht mehr daraus was eigentlich passiert. Sondern man kann, da ist noch ein Blitz, das ist natürlich auch, das ist ja was der Urmittler Miller gemacht hat, die so. So, ein Blitz beim Vulkan, sonst schön, haben wir gar nicht gewusst. So, das Modell, das ist jetzt das Modell, wie das jemand ablaufen könnte. Ich habe noch nicht mehr angeschaut. Ja, das ist schön. Der ist eben auch rot. Also, irgendwann, ich bin strikt noch. Also, Also, der haut da mit dem Hammer auf die Schaukel. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Photon, das da drauf auf das Atom geht. Und das Atom kann ganz einfach sein, es braucht zum Beispiel einfach nur Eisen. Eisen und eine Eisen-Schwefel-Verbindung. Dann kommt da ein Photon drauf und dann haut es da ein Elektron da, zack, da rauf. Auf ein höheres Niveau. Ist es da anschaulich so gezeichnet, der fängt das da auf, dann bleibt es auf dem Niveau, zuerst einmal. Wenn es so heiß ist, überall, dann bleibt es auf dem Niveau. Aber wenn es kalt ist und da kann Energie abgegeben werden, irgendwann muss es auch kalt sein, dann geht das da ab und geht nochmal ab und geht nochmal ab und kann da etwas antreiben. Irgendein Motor, es helfen, das Molekül aufbauen. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass noch ein Photon da drauf tätscht, dann fliegt das Elektron nochmal höher. So, und dann ist es da oben und kann wieder runtergehen und wieder etwas antreiben. Also das ist das Modell, was da passiert. Sehr anschaulich. Man kennt das übrigens, wenn man ein Metall anlangt, irgendein Metall blendet, dann putzt es manchmal eins. Wenn das Metall in der Sonne steht, dann scheint die Sonne drauf und haut da Elektronen weg. Und dann ist es manchmal so geladen, dass es einem eins putzt. Das ist der Effekt. Einfach viel kleiner. So. Jetzt haben wir da wieder die Probleme. Da tritt das dritte Problem wieder raus, die wird ständig verdünnt. Also es ist ja, die Erde besteht aus wahnsinnig viel Wasser und das Wasser, wenn da so ein paar Moleküle entstehen, egal wo, dann schwänzt das weg, dann ist nichts mehr da. Und was kann man machen, dass das nicht ständig verdünnt wird? Da ist nochmal ein Problem, ich bleibe das mit dem nächsten Ding. Da, wenn jetzt da so ein Teile da, das, wir nehmen jetzt an, das ist im Wasser und das ist perfekt gebaut, das ist super gebaut. Da hat es ganz einen Haufen so Sachen drin und es hat die RNA. Die Fäden sind aber nur ganz kurz. Also eine RNA wird einfach nicht lang. Und jetzt nehmen wir an, das wird sich vermehren und jetzt teilt sich die Zelle. Das kann eine äußere Einwirkung sein, dann wird das gespalten. Und das Problem ist, damit das eine perfekte Zelle ist, müssen da ganz einen Haufen so RNAs sein. Da hast du irgendwie, ich weiß nicht, sagen wir mal 50 so RNAs. Und wenn das die Zelle sich teilt, dann hast du im einen Teil 25 und im anderen Teil 25 und es ist überhaupt nicht perfekt. Und die können sich dann schon wieder vervielfältigen, die 25, aber es ist dann eben nicht mehr perfekt. Also es funktioniert nicht. So, und dann kommt die geniale Idee, die geniale Erfindung. Und es ist eigentlich eine ganz kleine Erfindung. Da vorher die RNA zeigt und eigentlich ist die normalerweise ein Faden. Und ich habe sie gezeigt, wie wenn sie zwei wäre. Aber normalerweise ist sie eine und kann dann ein bisschen umständlich und ein bisschen langsam und ungeschickt kann sie sich vermehren. Aber die RNA die kann sich vervielfachen. Da kann ein anderer Faden anhängen, nämlich ein DNA-Faden. So einen. Der sieht praktisch gleich aus. Es gibt nur einen Unterschied. Da ist das Uracil und da ist das Thymin. Und das Thymin, das hat, wenn man es genau sieht, da ist noch ein CH2 drauf. Das ist alles gleich. Also es ist ein kleiner Unterschied und der langt, dass die DNA viel stabiler wird. Die DNA ist viel stabiler. Ah, es ist noch ein Unterschied. Den sieht man da nicht drauf. Das ist bei dem Zuckermolekül ist nur ein OH weggespalten. Das heisst Desoxyribonukleinsäure, das heisst, das O ist weggespalten. Und das macht, dass das Teil viel stabiler wird, obwohl es praktisch gleich gebaut ist. Und das kann viel länger werden als die RNAs. Das heisst, ein DNA-Faden
kann einen ganzen Haufen so RNAs speichern. Das heisst, wenn das einmal passiert, dass so ein RNA aus Versehen nicht ein Uracil dranhängt, sondern so ein Thymin, und aus Versehen, weil es vielleicht, ich bin kein Chemiker, dass es so ein Desoxy-Dingsbums anhängt, statt so ein oxidiertes RNA, dann gibt es da einen sehr stabilen Faden und dann können die Fäden plötzlich viel länger werden. Oder eben die gesamte Information von diesem Urbläschen kann dann in einer, an einem Faden hängen. Und wenn sich dann die Zelle teilt, dann kann die DNA wieder 50 verschiedene RNAs machen und dann geht es wieder von vorne weiter, aber die gesamte Information von diesem Teil ist drin. Also das heisst, es löst sich nicht einfach ins Nichts auf. Und das Zweite, was passieren kann, das ist das. Das passiert heute noch. Die RNA, die baut ja Proteine auf. Und die Proteine, die können ganz viele Sachen machen, das sind Eiweiß. Und die können, gewisse Proteine kleben gut und andere kleben nicht so gut. Und wenn man jetzt annimmt, da gibt es einfach Proteine, die gut aneinander kleben. Und da kommt der Eppel und Flut. Eppel und Flut, die sind trotzdem mal etwa 100 Meter hoch gewesen, weil der Mond viel näher war. Und das sind rechte Sachen gewesen. Aber wenn man dann denkt, gewisse von diesen Teilen kleben einfach besser beieinander, dann gibt es da so Schichten, die schwimmen da auf dem Meer, die Teile, eben geht und die gewisse Proteine bleiben kleben, können sich verbinden, besser verbinden, da kommt wieder die Flut, kommen wieder die nächste Schicht drauf und dann bildet sich da so ganz einen Haufen Schichten und man kann dann anschauen, das sind wirklich uralte Gesteine, die man überall auf der Erde findet, wo die Urbakterien drauf sind. Und da auch Urteile drin sind, Urproteine und so, das ist nicht mehr nachvollziehbar. Aber da leuchtet es ein, das löst sich nicht einfach im Meer auf und ist nicht mehr da. Sondern wenn dann an so einem Ort, ein bisschen an einem schlauen Ort, das verwindet, dann können sehr viel kompliziertere Sachen passieren. Es gibt auch ganz andere Vorschläge. Also, vor langer Zeit, wie war das, hat einen Vorschlag gemacht, dass das Leben auf dem Meteoriten, also die Urteile auf Meteoriten entstanden sind, also auch die komplizierteren Sachen. Und hat dann gesagt, ja, dort ist einfach das Eis ist so kalt, das bewegt sich relativ wenig. Und wenn es dann auftaucht, dann ist es kurz auftaucht, wenn es in der Nähe von der Sonne ist, der Meteorit, taucht es kurz auf, kann die richtige Reaktion machen, dann fliegt er wieder weit weg und ist lange im Kalten. Dann wird es nicht aufgelöst. Andere Vorschlag ist im Felsen. Die Hälfte vom Wasser auf der Erde ist im Felsen geschossen. Mit einem gewaltigen Druck zusammendruckt und die Wasserbläschen, die es dann gibt, die sind gleich groß wie die heutigen Zellen. Und es gibt Leute, die sagen, die Zellen die sind drum so groß, weil eben die Bläschen hier so groß sind und die Moleküle die haben sich daran angepasst, dass die der Felsen so ist. Also es gibt ganz verschiedene Theorien. Wieder etwas, wo die Biologen sagen, wir haben keine Ahnung, was passiert ist. Könnte auf dem Meteorit sein, könnte unter dem Meer sein. Wir wissen es nicht. Aber sie meinen nicht, wir haben keine Ahnung, was überhaupt. Es gibt ein Rätsel, das wir nicht lösen können, sondern wir haben drei Antworten und wir wissen nicht, welche richtig ist. Das ist immer die Richtung. So, jetzt die Zusammenfassung. Ja. Da ist der Anfang mit diesen Teilen. Nochmal Stanley Miller und Harold Urey. Das ist heute eher überholt. Man nimmt nicht mehr an, dass es so gelungen ist. Der war viel zu gut in diesem Versuch. Am Anfang haben wir gedacht, wow, da findet man ja alles. Und heute haben wir das Gefühl, nein, es gibt noch das und das und das, was man nicht findet. Und man hat lange gar nicht mehr weiter geforscht. Und heute forscht man eben im Tiefsee, bei Vulkanen und bei Meteoriten und wo überall auch noch. Also die war eigentlich zu gut und hat auch einiges aufgehalten. Dann, aus diesen Teilen bilden sich die drei Urteile, in jeder Reihenfolge ist auch nicht ganz klar, Lipid, Aminosäure und Nukleotid. Und wenn dann noch irgendein geeigneter Stein dabei ist, der ein bisschen Eisen enthält oder ein bisschen Schwefel oder ein bisschen Phosphor, dann
Das braucht es als Katalysator. Dann passieren irgendwelche Sachen, da die säuferblasenartigen Bläschen im Wasser, die gibt es auch ohne die Mineralien. Dann Peptid, das sind kleine Proteine bis ein paar hundert Teile, und RNA, DNA-Fäden. So, das ist etwa so zusammen. Und die haben miteinander eine Verbindung da, DNA, Peptid, die haben eine Verbindung, in dem die RNA hilft, Peptid machen, da als Enzym gilt. Umgekehrt gibt es auch, die Proteine helfen auch, dass das sich besser kann kopieren und so. Das ist ein Wechselspiel. Da ist nochmal ein Wechselspiel. Die Proteine helfen, dass die Blöschen effizient werden, dass dort die richtigen Teile in den Blöschen bleiben und die falschen rausgehen. Und so ähnlich könnte da die Urzelle entstanden sein. So. Da habe ich noch gefragt, jetzt ist die Frage, soll ich aufhören und dann diskutieren, oder soll ich das noch zusammenfassen und sagen? Also, es gibt ein paar Sachen, die eigentlich ziemlich unumstritten sind. Das Leben basiert auf Materie. Also, da kann man eigentlich irgendeinen Dialog fragen und der sagt, ja, grundsätzlich ist das alles materiell. Und wir haben nicht den geringsten Hinweis, dass da irgendwie eine übernatürliche Lebenskraft oder ein Schöpfer nötig wäre. Also, das ist mindestens nicht nötig. Dann, die wichtigsten Moleküle und Grundbestandteile von all den Lebewesen, die entstehen an verschiedenen Orten spontan. Und dann, das ist für mich eigentlich fast der wichtigste Satz, im thermodynamischen Ungleichgewicht verbinden sich die einfachen Moleküle fast zwangsläufig zu immer komplexeren. Also der Grundsatz, dass alles immer einfacher muss werden, der stimmt nicht. Sondern bei Lebewesen kann sich das umkehren, oder schon bei einfachen chemischen Molekülen kann sich das umkehren. Lokal, immer lokal gemeint, nicht global. Dann bereits sehr einfache Moleküle gibt es eine Selektion, und die kann man dann anweisen in gewissen Fällen, dass da eine Evolution ist. Und die Evolution hat angefangen, lange bevor die erste Urzelle da war. Dann der Übergang von unbelebter Materie zu Lebewesen ist fließend. Da werden Biologen nervös, wenn man fragt, was ist Leben. Die können das nicht klar sagen, und jetzt hat es angefangen. Sondern es ist ein fließender Übergang, und es ist extrem schwierig, das zu sagen. Es sind verschiedene Kriterien, wo man sich überlegen kann, ja, gehört das dazu, gehört das nicht dazu. Ein Kristall ist noch kein Lebewesen, da ist man sich einig, ist zu einfach, aber der kann sich auch schon vervielfältigen. Was ist denn ein Lebewesen? Und heute sieht alles so aus, wie wenn die Entstehung von dem Leben und von der Arten innerhalb von der bekannten Naturgesetze erklärbar ist. Das kann man nicht beweisen, dass es so ist, aber es sieht im Moment so aus. Es gibt keinen Grund anzunehmen, da gibt es noch irgendetwas, was wir überhaupt nicht verstanden haben. Nicht irgendein Grundgesetz. So. Jetzt mache ich noch ganz kurz, was ich das Gefühl habe, ist beim Herrn Lennox der Fehler. Ich würde meinen, der Herr Lennox stimmt da bei sehr vielen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, und würde zustimmen. Er beschreibt viele Sachen, er beschreibt es immer ein bisschen anders. Aber was er sagt, es könnte am Anfang auch etwas Komplexes sein, können wir nicht ausschliessen. Richard Feynman gilt als einer der brillantesten Physiker, der überhaupt nie gelebt hat. Der hat gesagt, er könnte sich gut vorstellen, dass am Anfang etwas Komplexes ist und nicht etwas Einfaches. Es gibt Leute, die das sagen, Naturwissenschaftler. Und viele andere von diesen Argumenten könnten Naturwissenschaftler sagen, ja, könnte sein. Und man könnte das Komplexe am Anfang vom Universum könnte sagen, das nenne ich Gott. Das ist eine Definitionssache. Marc hat kritisiert, dass Lennox keine Definition gibt von Gott. Man könnte sagen, das Komplexe am Anfang vom Universum ist Gott. Und so, in den Vorträgen, die ich gehört habe, hat Lennox sehr lang, sehr detailliert und sorgfältig argumentiert, dass eben da auch etwas Komplexes könnte sein, wo man ja könnte Gott nennen. Und niemand könnte widersprechen. Und dann kommt der entscheidende Fehler. Er meint mit Gott nicht das Komplexe, das am Anfang vom Universum gestanden ist. Da hätte Einstein wahrscheinlich nicht zustimmen können. Viele Physiker könnten zustimmen.
Das, was macht, dass die Naturgesetze so sind, wie sie sind, das nennen wir Gott. Können wir so nennen. Aber, jetzt kommen all die Sachen, die man nicht sagt. Mit Gott meint der Lennox ja, es gibt zwischen dem Anfang, wo gemacht hat, dass die Naturgesetze so sind, wie sie sind, da gibt es irgendeine Verbindung zu der Bibel. Und zwar nicht über naturwissenschaftliche Gesetze, sondern das ist irgendwie das Gleiche, was gemacht hat, dass nachher die Bibel steht. Und das Gleiche, was gemacht hat, dass da die Naturgesetze so sind, das hat auch gemacht, dass Maria jungfräulich ein Empfängnis gehabt. Und das macht, dass wir eine Moral haben. Nach allen üblichen Vorstellungen ist Moral ganz am Schluss, hat Markus vielleicht geschildert. Moral kommt am Schluss, Bewusstsein kommt am Schluss. Wir können erklären, wie sich das entwickelt hat. Nicht im Detail, aber es macht irgendwie Sinn, die Erklärung. Wir können nicht erklären, warum das plötzlich am Anfang steht. Und wir können nicht erklären, warum die Naturgesetze eine Verbindung haben zu unseren Gesetzen im Zivilgesetzbuch. Die Gesetze im Zivilgesetzbuch, das machen wir. Und Menschenrechte entscheiden wir. Und auch die Wirtschaft, heute wird in vielen Wirtschaftsprofessoren behauptet, Wirtschaftsgesetze, die sind Naturgesetze. Das ist nicht so. Die Wirtschaftsgesetze entscheiden wir, wie soll die Wirtschaft funktionieren, damit sie gerecht ist. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Erkennen wir, es gibt Naturgesetze, die wir nicht beeinflussen können. Und es gibt Gesetze zwischen dem Zusammenleben, Moral, Menschenrecht und von der Wirtschaft. Wie wollen wir die gestalten und wie können wir gestalten? Und das sollen wir auch. Und für mich ist das eigentlich das Heikle. Die meisten von Ihnen werden Auto fahren. Wenn ein Autofahrer nicht weiss, wie der Motor funktioniert, dann ist das nicht so schlimm. Man muss nicht alles im Detail kennen. Der Auto fährt, der sonst. Aber wenn jemand ein Auto steuert und das Gefühl hat, er sei in einem Flugzeug als Passagier, und da vorne ist noch einer, der das Flugzeug steuert, dann ist das problematisch. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere von diesen Autofahrern mir verschrecken, wenn er sagt, aber du steuerst ja. Dann kommt die Angst über, das kann sein. Aber ich glaube, wir sollten das trotzdem sagen. So, danke vielmals. So, dann kommen wir zur Diskussionsteil. Sind Sie schon vielleicht dafür, nicht wir zu haben? Ja, ja. So, und immer noch mal. Der Rand ist auch. Wunderbar. So, sind wir noch nicht gekommen? Weißt du was? Ja, Philipp. Was filmen wir dann nochmal? Und dann schneiden wir es einfach rein. Ich muss sagen, ich lege den Kopf los vom Job. So. Also, ich denke, machen wir es so. Gibt es Fragen? Fangen wir mit den Fragen an und kommen dann zu den Bemerkungen. Also, der Vortrag von dir finde ich sehr interessant und sehr anschaulich auch. Es gibt auch viele Wissenschaftler, die versuchen, eben im Labor eigentlich lebende Zellen zu entwickeln. Könnte das sein, dass man das noch nicht erreicht hat heute, dass man eigentlich doch nicht so genau weiss, wie die Zusammensetzung von der Nussuppe, wie du dargestellt hast, eigentlich aussieht, oder dass man auch noch nicht ganz genau weiss, wie die Umgebungsbedingungen und Gase, die halt rumgesehen sind, eigentlich gesehen sind. Vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf, ich habe vor zwei Monaten einen Vortrag gehört vom Astrophysiker Ben Moore. Der hat auch gewisse Annahmen gemacht, wenn etwas aus seiner Sicht könnte realisiert sein. Und bei dem Punkt, bis wann werden im Labor lebende Zellen
entwickelt werden können, hat er gesagt, ja, das ist wahrscheinlich noch ein Zeitraum von 50 Jahren. Jetzt, mir würde die erste Frage, ist das, dass man es noch nicht erreicht hat, eben im Zusammenhang mit dieser Nussuppe oder was alles da drinnen ist und wie, also du hast zwar schon gesagt, komplexe Moleküle. Theoretisch könnte man sich auch vorstellen, dass es möglich sollte sein, einfache Moleküle oder so zu entwickeln, die dann da reinpassen würden in die Nussuppe. Oder, als ich recherchiert habe bei dem Vortrag, ich habe noch ein bisschen im Internet geschaut, habe ich einen Cartoon gefunden und der hat gesagt, ich weiß nicht mehr wörtlich, aber es ist darum gegangen, jetzt probieren die Leute im Labor chemisch Lebewesen herstellen und behaupten, wenn sie die Lebewesen können chemisch herstellen, künstlich, dann beweise ich das, dass es keinen Schöpfer gibt. Das ist eigentlich eine komische Idee, oder? Wenn Chemiker können Lebewesen herstellen, dann beweist das nicht, dass es keinen Schöpfer gibt, sondern vielleicht beweist das genau, aha, es braucht eben einen Schöpfer, der weiss, wie es geht und der kann das zusammensetzen. Also es ist von dem her nicht unbedingt beweist. Und dann ist immer die Frage, für mich sind es zwei verschiedene Sachen. Probieren wir Moleküle finden, die sich vervielfältigen, oder probieren wir herauszufinden, wie es abgelaufen ist und auf der Erde suchen, wo sind die Situationen wie gewesen. Und man probiert natürlich beides. Man probiert sehr intensiv Moleküle zu finden, die sich selber vervielfältigen. Warum probiert man das intensiv? Wenn man so kann, ein Medikament in eine DNA oder etwas in ein Molekül produzieren, das sich dann selber vervielfältigt, dann kann man unter Umständen sehr billig Medikamente herstellen. Also das wird sicher sehr intensiv geforscht. Und mich würde nicht wundern, wenn es, eben die Frage, was heisst überhaupt Lebewesen, wenn es mal in der Zeitung heissen, in Russland hat ein Lebewesen hergestellt, ist dann immer noch die Frage, nennen wir jetzt das Lebewesen oder nicht? Also für mich sind die 50 Jahre so ein bisschen willkürlich. Aber ich bin nicht sehr detailliert in dem Gebiet. Also ich weiß es nicht. Für die Lebewesen gibt es so bestimmte Kriterien. Es muss ein Stoffwechsel enthalten sein, es muss gespürt sein, ein Regulator haben, es muss sich vervielfältigen und so weiter. Also, ja, nur erstens sind die Kriterien immer ein bisschen vage, oder? Eben, vervielfältigen sich ein Kristall? Also nein. Aber DNA ist ein Kristall, also die wird als aperiodischer Kristall genannt. Und man hat auch lange, das ist eine interessante Anekdote, es ist eigentlich lange gesucht worden nach irgendeinem Kristall, wo sich komplementär vervielfältigt. Und Watson beschreibt das sehr ausführlich in seinem Buch Doppelhelix, die haben gewusst, da gibt es gewisse Moleküle, die immer paarweise auftauchen. Und die haben noch lang geforscht und sind nicht auf die Idee gekommen, dass die Moleküle, die paarweise auftauchen, dass die könnten zusammenhängen. Und es ist mir ein Rätsel, warum die nicht spontan gedacht hätten. Ja klar, das muss ja sein. Also ich würde meinen, der Schrödinger hätte das sofort gedacht. Wenn man Schrödinger sein Buch liest, dann ist klar, der hat immer überlegt, ja, wie muss es denn sein, damit es sich verdoppelt. Und Watson Crick, die haben irgendwie gemerkt, es gibt ein paar weise Moleküle und sie haben gewusst, dass die müssen irgendwie zusammen sein und haben lang probiert, wie könnten die zusammen sein, aber sie sind nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ah, die zwei müssen immer zusammen sein. Ich weiß nicht warum. So, aber sie ist, ich habe ihn von der Frau abgeschweigt. Entschuldigung. Gut, das ist gut. Sind alle ein bisschen schwach? Ja, Mann. Also, ich habe noch eine Ergänzung zu seiner Frage. Was ich halt einfach vergessen, ist der Faktor Zeit, oder? Wenn du von 50 Jahren bist. Was ist das? Das ist null, oder? Was die Natur gegenüber dem Mensch hat, ist eine unlange Zeit. Mal das, was du jetzt erklärt hast, das ist nicht in 50 oder in 100 Jahren, dann in die 1000 oder in die 10.000 Jahre entstanden. Also, das ist ein riesiger Zeitfaktor, den haben wir schon gar nicht zur Verfügung. Und schon das beweist mir darüber, dass es nicht eine Schöpfung ist, sondern es hat so viel Zeit gebraucht, um eben die
Naturgesetze von der anorganischen Chemie, von Biochemie, Biologie zu entstehen. Und das hat eben auch keinen Plan, sondern es ist einfach nach dieser Art entstanden. Weil was Biologie hat oder die Natur hat, ist eine Unmenge an Zeit. Und das haben wir Menschen nicht. Unsere Zeit ist relativ begrenzt. Und dabei beobachten wir ja auch, wenn man so zurückschaut auf die Zeitskala, dass die ersten Schritte von der Welt extrem lange gebraucht haben. Und dann, wie du vorher gesagt hast, wenn die RNA ist das Dixi, gell? Wenn die mal da ist, dann geht es plötzlich ganz schnell und ich bin schneller. Und das siehst du ja auch bei der Entwicklung der Lebewesen, oder? Das geht ja nicht linear, sondern das geht exponentiell. Wenn du die Zeitskala anschaust, oder wie viele Milliarden Jahre das die Welt ohne Lebewesen war, nachher die ersten, die sind sehr, sehr lang, die Proton. Und dann plötzlich irgendwie ist es ganz schnell gegangen. Auch wenn der Ben Moore macht das mit einer Uhr, wo er die Entwicklung der Welt auf 24 Stunden reduziert. Und der Mensch ist dann irgendwie, ich weiß nicht, also innerhalb von der letzten, ich weiß nicht, was Sekunden, oder aber sicher. Oder letzten 10 Sekunden. Das Leben ist wahrscheinlich irgendwie so, oder? Also auf jeden Fall ist in sehr, sehr komprimierten Zeitraum sind wir dann überhaupt drin. Und alles andere hat sehr lange gebraucht. Und plötzlich, wenn mal die richtigen Sachen da sind, oder, dann geht es schnell. Das spricht natürlich für das, was du jetzt gesagt hast, Roman. Wobei, es gibt auch ein Argument von einem Chemiker, und ich bin nicht mehr sicher, wer es nicht nur von diesem Detektiv oder das durchgeschrieben hat. Der hat gesagt, wenn eine chemische Reaktion, die läuft entweder schnell ab oder nicht. Warum? Weil, wenn sie nicht schnell abläuft, dann gibt es eine andere Reaktion, die abläuft, wo dann die Teile wegschnappt. Und ich würde meinen, ich kann nicht sagen, beurteilen, ob das richtig ist oder falsch, aber ich könnte mir vorstellen, dass es schnell abgelaufen ist, aber dass es verschiedene Wege gibt. Und dass, wenn halt das eine nicht passiert wäre, dann wäre halt etwas anderes passiert. Und das ist eigentlich, was der Prigozhin mir sagt, wenn es das extreme Ungleichgewicht gibt, dann gibt es also irgendeine ganz heiße Zone und eine ganz kalte Zone. Das heiße wäre die Sonne zum Beispiel, das kalte ist das Weltall. Und dann irgendetwas zwischen denen, wo es einen Haufen Moleküle hat, einen Haufen Atome hat, dann muss auf dem zwischen denen, da geht die ganze Energie durch, wird heiß aufgenommen, kalt abgegeben. Dort entstehen extrem komplizierte Sachen. Und ich habe das mehrmals gelesen, das gibt irgendeinen Grundsatz, ich weiß nicht, ist es Chaos-Theorie oder Systemtheorie oder was, ich habe den Prigozhin probiert zu lesen und der ist unglaublich mühsam zum Lesen, ich habe ihn nicht fertig gebracht, aber irgendwann in dem Buch steht das wahrscheinlich, warum das so ist. Ich habe es nicht können nachvollziehen, aber es wird immer wieder erwähnt, dass etwas, dass in dieser Zwischenschicht etwas Kompliziertes muss entstehen. Und wenn es halt nicht die DNA gewesen wäre, dann wäre es halt etwas anderes gewesen. Ich habe das Gefühl, dass es könnte auch diese Lösung sein. Ja. Okay. Ich habe nicht, vielleicht hast du das gesagt, aber nicht mehr in Erinnerung. Was war der Grund, diese Lennox-Affe im Theater zu lesen? der Grund ist, du findest auf unserer Homepage den Artikel. Ich war mal eingeladen bei der Saal Z, diese christliche Schule in Winterthur. Und der eigentliche Anlass war unsere Plakataktion. Ja. Und bei dieser Plakataktion haben sie das offensichtlich in der Schule diskutiert. Und haben sie mich eingeladen, das mit den Kindern zu diskutieren. Und eigentlich wäre es um Werte gegangen, jetzt blieb aber sehr schnell dann bei der Evolution hängen. Die Diskussion war dann sehr schnell. Darum, er ist jetzt auch da, der Stefan Duchel, der mich damals eingeladen hat. Und er hat mich dann, danach, habe ich ihn nochmal eingeladen, haben wir nochmals diskutiert, lange diskutiert, haben wir dann dieses Buch von John Lennox geschenkt. Sonst würde ich so etwas eigentlich nicht lesen, weil ich kenne, also ich habe in meiner Jugend viele so ähnliche Literatur gelesen und ich empfand mir schon damals was sehr mühsam, das heißt normalerweise tue ich mir das nicht mehr an, zumal ich gelernt habe, dass ich hier einfach keine Antworten finde auf meine Fragen. Aber nachdem er mir das geschenkt hat, habe ich das gerne nochmals angeschaut. Habe aber dann wirklich mich durchkämpfen müssen. Also die hinteren Kapitel habe ich nur noch diagonal lesen können, weil es kam immer wieder das Gleiche. Ich gebe das Buch übrigens ganz gern
dir wieder. Und zwar, du hast jetzt gesagt, du hättest ein anderes Bild von John Dennis. Mich nimmt es Wunder, wenn du das Buch angeschaut hast, ob du meine Einschätzung kannst bestätigen. Es mag sein, dass er außerhalb von dem Buch anders argumentiert. Er geht ja da gar nicht so auf die Details ein, was du gesagt hast. Aber ich finde die Argumentationsschiene da finde ich extrem mühsam. Das mag sein, das bestreite ich gar nicht. Ich denke nur, es ist schwierig, ihn wirklich solid zu widerlegen. Jetzt in so einem Kreis ist das relativ einfach. Es wäre jetzt noch spannend gewesen, zu hören, was der Lennox sagt. Ihr wärt euch sicher nicht einig gewesen. Weil du hast natürlich einen Haufen Argumente gebracht, wo er ständig hört. Mit dem hat er keine Mühe. Und wie er dann das wörtlich gemacht hat, kann ich nicht beurteilen. Aber bei ein paar Sachen habe ich gedacht, ja, da würde er wahrscheinlich das sagen, da würde er das sagen. Aber das ist, es sind, wenn man mit ihm in die wissenschaftlichen Details geht, ja, könnte da nicht etwas Kompliziertes am Anfang sein. Das kannst du nicht widerlegen. Das ist extrem schwierig zu beweisen. Ich habe das bei meinem Buch probiert. Ich habe probiert, auf die feinen Argumente vom Lennox zu gehen. Aber der grobe Fehler, der kommt eben wirklich, wahrscheinlich auch im Buch, am Schluss, dass er das verknüpft und sagt, es ist nicht etwas Abstraktes. Das ist wirklich meine erste Notiz, die ich da gemacht habe, oder? Mit der Definition von Gottesvorstellung aus dem Nichts, oder? Ja. Irgendwie plötzlich ist es in der Vorstellung Gott da. Natürlich hat er die Gottesvorstellung aus dem Nichts. Das habe ich mir jetzt so aufgeschrieben an der Randnotiz. Tatsächlich hat sie natürlich aus seiner christlichen Erziehung. Und er macht automatisch den Link, weil er gar kein zulässiger Link ist. Ja. Aber das gibt es schon auch Biologen. Es gibt auch Biologen, die das immer mal wieder sagen. Wir können nicht wissen, ob es einen Gott gibt oder nicht. Und dann müssen wir eigentlich immer nachfragen, ja, was meinen Sie denn mit Gott? Meinen Sie mit Gott, dass da die jungfräuliche Empfängnis ist? Meinen Sie mit Gott, dass ich nach meinem Leben mit dem Gott darüber diskutiere, was ich falsch gemacht habe? Meinen Sie, dass ich dann in die Hölle komme? Und ich bin überzeugt, all die Biologen würden dann sagen, nein, das meine ich natürlich nicht, ich bin ja ein Wissenschaftler. Die meinen das alles nicht. Aber wenn sie sagen, es könnte da ja ein Gott, wir können nicht ausschließen, dass es einen Gott gibt, dann wird das auf der Straße so verstanden. Ja, die Bibel könnte vielleicht auch recht haben. Das meinen die Biologen alle nicht. Und trotzdem reden sie von Gott. Das ist natürlich der Grund, dass ich mich immer sehr gerne die Verwendung von dem Begriff Gott wähle. Warte mal, du bist vorhin gewesen. Ja, du hast eine relativ vernichtende Beurteilung von diesem Buch von John Lennox. Ich bin froh, dass du, Philipp, das ein wenig relativiert hast. Aber ich denke auch, man sollte vielleicht auch gehen, wo ich das Buch geschenkt habe, vielleicht auch noch Gelegenheit gegeben, aus seiner Sicht zu sagen, wieso das Buch weitergeben. Ja, also. Sehr schön, ja. Einfach, ich habe es gelesen, ich habe es gut gefunden. Im Gegensatz zu dir, Papa, nicht, dass ich alles wirklich verstanden habe. Es ist für Leute geschrieben wie mir und es ist ganz klar kein wissenschaftliches Buch. Mit dem Wagenfest ist logisch ein bisschen enttäuscht, oder? Ich finde die Allegorien und die Beispiele, die er bringt, finde ich an sich schlüssig. Der Punkt, wo mir natürlich, und ich will da gerne am Schluss hier im letzten Bild anschließen, ich finde es sensationell, und sie reden, wenn ein Autofahrer meint, dass sie das im Flügel, oder? Das ist heikel. Da bin ich 100% mit Ihnen einverstanden. Also ich sitze im Auto, obwohl ich frisch bin. Also das schließt sich für mich überhaupt nicht aus. Und wenn man die Geschichte zurückschaut, also auch nicht. Also Christen sind extrem gestört. Manchmal gut, manchmal nicht gut, aber gestört, das ist auf jeden Fall. Oder? Und zum Beispiel die empirische Methode, dass man die Sachen muss untersuchen muss, die haben ja Mönche erfunden. Die haben offensichtlich keinen Widerspruch gesehen in dem. Du hast schon gesagt, ja, das sind alle Mönche, glaube ich, schon, nicht alle Mönche, also sind ja überzeugte Leute, oder? Und die haben die empirische Methode entwickelt. Und die haben offensichtlich kein Problem gehabt, die haben geglaubt und die empirische Methode entwickelt, und haben keinen Widerspruch gesehen. Und wenn ich als Gläubiger jetzt so da bin, dann ist, ich nehme jetzt den Titel oder Evolution braucht keinen Gott, sage ich, mein Glauben braucht keine Wissenschaft. Sondern Wissenschaft, glaube ich, auch zum Wissen, zum Verstehen. Ich bin überhaupt nicht gegen Wissenschaft. Oder überhaupt nicht. Ich tue meine Schüler. Meine Schüler wissen auch viele Sachen. Die muss ich ja unterrichten, dann im Lehrplan. Alles. Das ist auch keine Frage. Aber ich überlege mir dann, ist mein Glaube auch, sagen wir mal so, gibt es in der Wissenschaft Hinweise, die mindestens zu,
dass es zulässig ist, das glaube ich nicht ab. Und ich finde, die Theorie gibt es doch einige. Oder? Und wenn man jetzt, also prominentes Beispiel ist ein atheistischer Philosoph, der Anthony Flew, der hat lange so die philosophische Atheismus vertreten, und das ist so pointierter Vertreter gewesen, hat die Fakten angeschaut, die John Lennox aufführt, und ist jetzt aber zum Schluss gekommen, dass die überzeugendste Erklärung für all die Sachen, die er aufgezählt hat, ist, dass es eben wohl gibt. Und also ich finde, es ist zumindest möglich. Also die Wissenschaft lässt möglich den Schluss zu, dass es Gott gibt. Und das langt für mich jetzt, oder? Zum Beispiel, ich brauche keinen Beweis für Gott. Du brauchst einen Beweis für ein Wunder, oder ich bräuchte jetzt vielleicht für andere Sachen einen Beweis. Der Unterschied ist ein grundsätzlicher Ansatz. Oder? Ich habe mir abgewöhnt, irgendetwas zu glauben. Das heisst, klar, man trifft irgendwelche Annahmen. Ich sage dir doch ein Beispiel, wenn du glaubst. Man muss immer aufmachen. Das Wort Glauben ist genauso wie Gott natürlich ein sehr schwieriges Wort, weil Glauben hat zwei völlig unterschiedliche Bedeutungen, die nichts miteinander zu tun haben. Okay. Glauben im einen ist im alltäglichen Gebrauch, ich glaube, es kommt gutes Wetter morgen, ich glaube, es kommt schon gut. Das ist vermuten, das ist nichts anderes als vermuten. Und das andere ist Glauben im religiösen Sinn. Also wenn ich sage, ich glaube nicht, dann meine ich den religiösen Sinn. Noch zwei Sachen. Du hast vorhin gesagt, wegen der Mönche im Mittelalter. Ja. Aber das ist ja eigentlich klar. Also erstens einmal, geforscht und auch empirisch geforscht, haben schon die Griechen vor diesen Mönchen. Also die Mönche haben das nicht erfunden. Sie haben es allenfalls wiederentdeckt oder nacherfunden. Und das andere ist, du musst natürlich auch sehen, im Mittelalter, oder? So Sachen, wenn man nicht mehr die Beispiele, kommt immer so, kommt auf, so Beispiel beim Lennox. Aber das bedeutet überhaupt nichts, weil im Mittelalter sind einfach alle Leute, die können lesen und schreiben, sind Mönche gewesen, die anderen Leute haben gar nicht können lesen und schreiben. Also wenn du halbwegs gebildete Leute hast wollen haben, dann sind das immer Mönche gewesen, ja. Nie etwas anderes. Aber das heisst, dass man trotz Glauben kann wissenschaftliche Sachen erfinden kann. Das hat sich eben die Religion widersprechen, sonst sind es relativ lebensgefährlich. Ja, und die Wissenschaft sehr stark zensuriert. Die Wissenschaft hat sich natürlich sehr viel stärker und schneller entwickelt, nachdem man die Religion fallen lässt. Und zu dem, was du gesagt hast, zu dem Buch noch. Ja. Das ist genau das, was mir auch Eindruck war. Also, es geht um John Lennox überhaupt nicht um die Wahrheit. Sondern es geht um die Bestätigung von seinem Glauben. Er hat gemerkt, dass an und für sich das wissenschaftliche Weltbild der Glaube wieder leid, oder eben, die Wissenschaft eigentlich gut begrabt. Und weil er das nicht wahrhaben will, weil er das nicht mit seinem Weltbild, wo er nicht loslassen will, übereinstimmt, darum hat er es gut geschrieben. Das war mein Eindruck beim Lesen. Ja, der Hauptunterschied zwischen Wissenschaft und Religion ist, Wissenschaft ist ergebnisoffen. Ja. Das ist Religion nicht. Entweder das entspricht dem, dann wird es als Bestätigung angeschaut, das entspricht dem nicht, dann wird es auf die Seite geschrieben. Früher ist man auf den Scheiterhaufen gekommen, heute zum Glück nicht mehr. Darum sind wir ja alle da. Aber Wissenschaft ist ergebnisoffen. Ja. Und das ist Religion ganz klar nicht. Das ist eine Krise und für mich ganz wesentlich ein Unterschied. Das ist ein wichtiger Punkt, weil jetzt fällt mir gerade ein, was der Stefan vorhin noch gesagt hat. Du hast nämlich gesagt, für dich ist die Frage, könnte es auch so gewesen sein? Oder? Lass die Wissenschaft im Glauben zu leiden. Das heisst, du stellst ganz eine andere Frage. Ja, meine Frage ist, was ist die Wahrheit? Und nicht, lass die Wissenschaft irgendwann mit mein Weltbild zu, das ich mir schon gefasst habe. Sondern ich habe mein Weltbild eigentlich ganz nach der Wissenschaft gerichtet. Also nach dem, was ich als wahrscheinlichste Wahrheit anschaue. Und wenn sich da meine Ansichten ändern, dann ändere ich mein Weltbild. Mir geht es nicht darum, eine gewisse Sicht zu erhalten. Sondern mein Atheismus ist eigentlich das Resultat und nicht der Anfang vom darüber nachdenken. Ja, würde ich gerne etwas vielleicht zusammenfassend dazu sagen. Mir scheint es, dass da bestimmte Bedürfnisse, tiefmenschliche Bedürfnisse im Spiel sind. Und ich würde es bezeichnen als Bedürfnis nach Halt und also nach Halt und im Sinne von Verstehen von psychischen und Naturphänomenen und auch wie soll ich mein Leben orientieren, wie soll ich mein Leben gestalten. Und das Bedürfnis mir zu erfüllen, habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann auf einem rationellen Weg stark vorgehen und eben mich auf Wissenschaft stützen, wie du das machst, wie ich das auch mache.
Wenn ich Glück habe, dass ich besonders begabt bin auch im rationellen analytischen Denken und auch noch eine gute Bildung habe und einen starken Drang verspüre, würde mir das auch genügen, oder? Und, für meine Lebensorientierung. Aber nicht alle Menschen sind so gemacht, also von ihrer psychischen Konstruktion. Und das gleiche Bedürfnis nach Halt scheint es mir, dass man das auch auf eine andere Art sich zu erfüllen. Zum Beispiel, indem man auch glaubt, dort, wo man auch Sachen noch nicht genug verstanden hat oder auch nicht geforscht hat. Ich bin sehr beeindruckt von dem Vortrag, aber ich kann es mir vorstellen, dass es nicht allen Leuten etwas sagt, dass sie einfach überfordert sind. Ich bin Psychologin und ich treffe selbst schon in den psychologischen Kreisen ganz viel Humbug, ob schon eigentlich Neurobiologie gibt und gute wissenschaftliche Erkenntnis, wie ein Mensch funktioniert. Und trotzdem gibt es ganz viele Anhänger von irgendwelche veraltete Theorien. Also ich erkläre mir das so, dass bei diesen Menschen einfach das viel zu schwierig ist. Die Auseinandersetzung mit Wissenschaft, die verlangt uns einfach auch etwas ab. Und das ist nicht jedermanns seine Sache. Das ist relativ trocken und nüchtern, oder? Ja, genau. Und wir haben, wie Carl Sagan das erklärt, zum Beispiel in seinem Buch «Der Drache in meiner Garage». Oder? Er setzt sich sehr stark mit dem auseinander, was ist eigentlich so hinter der Religion und hinter dem Glauben Zauber. Und er sagt, wir, also Menschen haben auch Bedürfnis nach einer einfachen Erklärung der Welt. Das ist ein Bedürfnis. Und zum Teil auch Bedürfnis nach Magie und Wunder. Es gehört auch so zum menschlichen Dasein. Wir haben uns ein bisschen von dem schon verabschiedet, aber bei vielen ist es da. Und meiner Meinung nach, das ist der Moment, wo Glaube einsetzt. Und wenn wir das nicht einsehen, dass es um ein Grundbedürfnis auch geht, und eine Funktion, die uns entweder Wissenschaft oder Religion erfüllt, können wir noch lange aneinander reden, aber wir werden nie zueinander finden. Dass du mit deinem Glauben kannst ein gutes Leben führen und wir mit unserem Unglauben können ein gutes Leben führen. Solange wir dann nicht aufs Dach hauen, weil wir unterschiedlicher Ansichten sind. Das stimmt. Da bin ich der Freidenker und ihren Vorgänger sehr dankbar. Da haben sie die Kirche ein bisschen mehr sicher. Da bin ich dankbar für den Beitrag. Ich würde nur sagen, was ich unter Glauben verstehe. Glaube ist nicht einfach annehmen, sondern so viel annehmen, dass ich etwas mache, aufgrund von der Annahme. Zum Beispiel, wenn du denkst, man wird schon wetten und du nimmst keinen Regenschutz mit, das ist Glaube. Oder? Du nimmst es nicht nur an, sondern du handelst auch danach. Und du verlässt dich drauf. Und ich denke jetzt zum Beispiel, meine Frau lehrt mich. Ich glaube da. Obwohl sie da schon Sachen gemacht hat, aber nicht. Also, aber dem nicht würde ich entsprechen. Aber ich glaube es trotzdem. Oder? Das ist jetzt für mich Glaube. Ich glaube da einfach. Obwohl es nicht hundertprozentig übereinstimmt. Das ist eine Vermutung. Ja. Nein. Das ist grundsätzliche Verständnisschwierigkeiten oder ein anderes Verständnis. Weil bei mir ist das, also ich sehe es natürlich so, dass der Mensch an und für sich nie kann. Also wenn ich sage, das Wissen kommt von der Wissenschaft, ist das zwar richtig, aber das Wissen, das wir von der Wissenschaft haben, das ist nie ein hundertprozentiges Wissen. Weil der Mensch hat ja kein Organ oder irgendetwas, das ihm einen direkten Zugang zum Wissen gibt. Der Blaise Pascal hat einmal gesagt, ich denke, also bin ich. Und dass ich denke, ist das Einzige, was ich unmittelbar denke. Pascal ist gläubig. Ist mir wurscht, aber gläubig ist der nicht. Nein, das ist nicht der Pascal. Das ist nicht der Pascal. Der Pascal ist der bei mir. Ja, das stimmt. Ich denke, also bin ich. Und das ist das Einzige, wo wir wirklich einen unmittelbaren Zugang dazu haben. Jeder von uns weiss mit 100%, dass er selber existiert, weil jeder weiss, dass er denkt. Das ist das Einzige, was wir nicht durch unsere Augen sehen oder durch unseren Sinn aufnehmen oder durch unsere Organentaste. Der ganze Rest von der Welt. Wir können nicht mehr. Ich könnte es 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 nicht mehr.
Descartes hat nachher alles weiterentwickelt und probiert aus dem Grundsatz einen Beweis zu finden, dass es Gott muss geben. Also einfach, es ist, ist dann noch weitergegangen eine Geschichte. Also, aber Fuchsrechtler haben nie ein hundertprozentiges Wissen. Alles, was über ich denke, also wie ich ausgeht, ist etwas, was wir unsere Sinn erfassen müssen. Wenn ich glaube, dass morgen wieder die Sonne aufgeht, dann ist das eben nicht einfach ein willkürlicher Glaube, sondern ist das natürlich aufgrund von der Erfahrung. Und selbstverständlich müssen wir unser Leben nach irgendetwas richten. Also, wir müssen ja irgendwie handeln. Und dann müssen wir, ist eigentlich das, was wir machen, ist ständiges Abwägen von Wahrscheinlichkeiten. Also, wie hoch schätze ich die Wahrscheinlichkeit ein, dass es morgen regnet? Wenn das jetzt, sagen wir mal, mehr als 40% ist, nehmen wir vielleicht den Schirm mit. Natürlich mache ich mir nicht genau den Gedanken mit den 40%. Aber es ist nicht, weil ich glaube, es könnte morgen regnen oder ich glaube, es ist morgen schön Wetter. Sondern ich versuche es einfach einzuschätzen. Aus meiner Erfahrung weiss ich, wenn es am Abend so bewölkt ist, dann ist es am anderen Morgen meistens regnerisch, zum Beispiel. Oder aus meiner Erfahrung weiss ich, wenn der Wetterbericht sagt, es regnet, dann regnet es. Aber das ist für mich kein Glaube. Das ist für mich immer noch im Bereich vom umgangssprachlichen Glauben und vom religiösen Glauben. Also, Glauben ist, die Definition von Glauben ist, überzeugt zu sein über etwas ohne Beweise. Das ist der religiöse Glaube. Ja, also den glaube ich nicht. Also das ist in der Höhe zum Glauben. Ich glaube, ich würde Beweise ein bisschen anders definieren. Aber noch zum Pascal vielleicht zum Schluss. Pascal hat gesagt, du weißt nicht, wann nach dem Tod ist die Arbeit. Also haben wir 50-50, oder? Ja. Oh, falsch. Können wir jetzt etwas vorstellen? So sagt der Pascal. Pascal zitieren. Wenn du recht hast, dann lasst es mir nicht mehr liegen, weil ich nicht mehr, oder? Aber wenn ich recht habe, dann hast du ein Problem. Also mit der Pascal Schredt habe ich mir mal in einem Artikel ausführlich auseinandergesetzt. Es ist relativ einfach, oder? Tatsache, dass es so viele verschiedene Religionen gibt, die alle andere Regeln haben, machen eben aus dieser vermeintlichen 50-50 Chancen. Aber für die viel weniger ist das, glaube ich, auf der Welt. Atheisten sind ja immer in der Minderheit. Jedes Kind, das geboren wird, ist zuerst mal 20%. 20% ist schon bei den vielen Göttern, die ja schon gefunden worden sind, ist ja die Chance, dass ich ausgerechnet richtig habe. Du bist ja auch Atheist. Ja, glaubst du an Zeus? Wenn es 3000 Götter gibt, auf der gegeben hat in der Menschheitsgeschichte, einfach mal als Annahme, oder? Dann ist der Unterschied zwischen dir und mir, du glaubst an 2999 nicht und ich an 3000 nicht. Das ist nur eines auf dem Dach. Das macht nicht so viel, das stimmt. Ja. Das ist überzeugend. Genau, ich bin mit Zeus, und so bist du auch noch. Also die Chance, den falsch zu wünschen, ist auch noch relativ groß. Genau, und das ist der Fehler in Pascal Sinderwind. Ja, okay. Also es gibt in Pascal Sinderwind noch einen zweiten Fehler. Und das ist, dass der Pascal einfach annimmt, dass es keine Kosten gibt, wenn man glaubt. Aber das Problem ist ja, dass es, wenn es kein Gott gibt, dann kann Glaube auch und Religion auch Kosten haben. Also, das ist etwas ganz Grundsätzliches. Wenn ich meine Zeit damit verschwende, in der Kirche zu hocken, obwohl ich zum Beispiel etwas Schönes könnte mit meiner Frau oder mit meinen Freunden machen, dann ist das eine Kosten, die ich für nichts verbraucht habe. Genau. Es gibt auch höhere Kosten. Das ist natürlich. Das ist dann Syrien jetzt fragen. Ja, der Bauch hat eine Kapitalisierung. Genau, aber die können wir ja bewundern. Also, Glaube hat sehr höhere Kosten. Offensichtlich hat es gewisse Nutzen, sonst hätte es ihn nicht gegeben, oder? Da gibt es ja noch ein Problem in der Welt. Der Pascal argumentiert ja mit dem Jenseits, dass der Ungläubige dann bestraft wird. Ja, woher wollen wir wissen, dass Gott nicht die bestraft und ständig mit ihren Event belästigt haben? Genau. Und sich so absolut Vorstellungen gemacht haben. Also es könnte sein, dass er die Atheisten super findet und dass die belohnt und dann die Gläubigen, die ihm so furchtbare Scheußlichkeiten unterstellen, wie Aufruf zum Völkermord und so, dass er die bestraft. Also wenn schon, das ist auch nicht so, dass... Das ist ja gar nicht will, dass man sich das Bild von ihm macht. Und ja, das steht jetzt aber im Alten Testament. Genau. Aber das sind Kind, da wäre der Schock für dich. Nein, das ist sehr interessant. Ja. Und die Frage ist für mich eigentlich, merkt der Gott, dass er der Gott ist? Oder müsste er nicht sich überlegen, dass es nicht einen höheren Gott gibt? Wie kann der das? Die Frage ist, ob der Gott ein Atheist ist oder mindestens ein Skeptiker, der sich überlegt, ja, muss ich jetzt auch beten?
Also das wäre eine interessante Frage. Ja, das ist nicht gut. Könnte es nicht sein, wenn er allmächtig ist, dann kann er ja Gott schaffen, wo, oder ein Wesen schaffen, wo meint, es sei Gott. Ja, wie ist das? Und das gar nicht merkt. Und die Frage ist, könnte er nicht selber so ein Wesen sein, wo getäuscht wird von einem höheren Gott und meint, er sei. Und die ist er ihn gar nicht. Das ist ja auch schlimmer, oder? Das ist ja schon völlig gerecht. Bei den Griechen hat es Götter gegeben und über den Göttern sind Titanen gewesen. Also die Religion argumentiert. Götter sind quasi aus den Titanen entstanden. Also dort hat es genau so etwas gegeben, die haben das genau drin gehabt. Die Religion argumentiert dann gerne damit, dass der Mensch, wenn er meint, er hat den Überblick, er käme daraus, er verstöcht die Welt zu den Grundzeugen. Was man ja, wenn man Wissenschaft betreibt, denken kann, dass er dann aber nicht darauf schliessen darf, dass er alles Wesentliche schon weiß und einfach doch immer noch damit muss rechnen, dass es noch etwas gibt, wo er halt nicht erfasst, nicht verstehen kann, nicht begreifen kann, also dass Gott möglich ist. Und, aber genau der Gedanke ist ein Argument für das, was du gesagt hast, Philipp, dass eben, wenn es einen Gott gibt, der sich auch müsste überlegen und müsste sagen, Moment, ich weiß wahnsinnig viel, ich habe eine wahnsinnige Macht, aber das beweist alles nicht, dass es nicht noch etwas Größeres gibt als ich, eben ein Übergott, der ihn geschaffen hat. Also er müsste wirklich Skeptiker sein. Oder, ja. Dass er im Himmel sitzt und sagt, ich habe Menschen geschaffen, aber wer hat mich geschaffen? Ja. Ich höre sehr viele Menschen, dass alles muss erschaffen sein, da bin ich es. Interessant, ja. Oder was du vorhin auch gesagt hast, oder? Vielleicht haben jetzt Satanisten recht und wir sollten gar nicht zum Umwelt. Nein, nicht Satanisten, aber die Gottesbilder, die die Religionen entworfen haben, sind ja wirklich einfach grauenhaft, oder? Ja. Da kommt dann in den Sinn, es gibt ja das berühmte Buch von Horvath, Jugend ohne Gott. Mhm. Und dort sagt ein Pfarrer, der Kind, es gibt nichts Schreckliches, kein grösserer Horror als Gott. Oder? Und das sagt ihm. Und also, ich meine, man muss ja nur. Also wenn man jetzt die Bibel liest und auch den Koran, das ist einfach absolut grauenhaft, was einem da als verehrungswürdiges Wesen zugemutet wird. Also für mich ist es auch klar, oder? Wenn man jetzt nochmal objektiv annehmen, die Bibel könnte, es gibt die Möglichkeit, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und danach liest man dort irgendwie, wie Gott Menschen in Sintflut entränkt hat. Man liest dort, wie Gott Plagen auf Ägypten gebracht hat. Am Pharao das Herz verstockt hat, dass er gar nicht können anders entscheiden konnte und am Schluss die kleinen Kinder umgebracht hat. Ich meine, wenn man noch sagt, gewisse Menschen sind schuldig gewesen, aber Kinder sind sicher nicht. Und wenn man sich dann überlegt und selber Kinder hat, was das für Eltern bedeutet, wenn ihre Kinder umgebracht werden. Und danach gibt es die ganzen Völkermörder und Schwangere, die Bücher aufgeschlitzt werden und so weiter. Da muss ich sagen, also die Bibel mag alles Mögliche sein, aber ein göttliches Buch ist garantiert nicht. Jesus, Gott will den Menschen die Sünden vergeben. Aber es funktioniert nur, wenn ein Mensch dafür eingerichtet wird. Das kann ja kein guter, liebender Gott sein. Also, an Jesus sein Opfer, das ist überhaupt nicht toll. Wenn das wirklich so war, ist das ein fürchterlicher Gott. Dann muss man den Gott ablehnen. Wer sagt denn, dass Gott ein guter Gott muss sein? Also, ja, eben genau, aber das ist wieder der Punkt. Ich höre jetzt da zum Beispiel. Allein. Von wem Gottes Bild gehen Sie jetzt aus? Also schon aus der Bibel, ja. Ich nehme jetzt den Gedanken von Philipp. Das wird in dem Demo, wo so wie er sich in der Bibel manifestiert. Ja. Oder haben Sie schon auch noch ein Problem mit all dem gewalttätigen, dem Geistlichen, wo im Neuen Testament. Also mit dem Neuen Testament weniger, mit dem Alten wird es also schon ein bisschen schwieriger. Im Neuen ist Töll immerhin groß geworden. Gut, selbst ist relativ einfach zu sagen. Es gibt eigentlich zwei Arten von Menschen, der C.S. Lewis gesagt. Die einen Menschen sagen zu Gott, dein Wille geschehe, und bei den anderen Menschen sagt Gott, dein Wille geschehe. Also wenn ihr jetzt entscheidet, dass er nicht mit Gott, wenn es du hast, dann respektiert Gott auch. Wenn man das dann, wo er nicht ist, wie er immer so definiert ist. Ich kann dich da vielleicht entgegnen, weil die Diskussion habe ich ja schon geführt. Also sie sehen es dann so, dass eben die Hölle quasi nicht etwas ist, wo Menschen real gequält werden, sondern die Hölle ist für sie quasi die Abwesenheit von Gott. Genau, ja. Also mehr, ja, auf einer anderen Ebene. Aber trotzdem,
Also Kreuzigung im Neuen Testament ist ja real. Genau. Das ist ein Gewalttat, ein Urteil. Und Gott hat sie so willen haben, um den Menschen zu vergeben. Also, das heisst, du hast die gleiche. Es ist eben kein Ausgang, es ist kein Bruch zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Es ist eben der gleiche, gewalttätige Gott. Das ist ja im Neuen Testament. Ich kann den Menschen nur vergeben, wenn man gut geflossen ist. Richtig, ja. So ist das. Aber weißt du, wenn du stolz bist, so ist das der Kern, der also, das ist eigentlich einfach gesagt, oder? Ja, klar, klar. Und dann ist es schwierig. Mit unserem Denken. Immer, genau. Nein, die Frage ist, ob ihr es öffentlich sagen könnt. Aber er ist schon am Reden. Entschuldigung. Ja, ich glaube, ein bisschen vermisst den Zusammenhang mit dem Vortrag oder so. Ah, ja, gut. Diese Diskussion. Ja. Wir machen so durch. Ja. Also du hast ja, du kannst auch noch abstellen und dann sonst noch weiter reden. Man kann dann aber noch Gläser trinken. Ja. Und du bist noch am Reden gewesen, bist fertig. Nein, nicht ganz, aber das können Sie auch nicht. Fertig. Das ist wirklich eine Mitte im Vortrag. Du kannst auch fertig machen. Ja. Gut, also zuerst einmal grundsätzlich ist, unser Denken, was richtig und falsch ist, ist ja breit. Ich würde sagen, die Evolution, ich würde eher sagen, doch Gott und die Religion, oder? Bei mir sicher, die Religion spielt mir sicher eine Rolle. Bibel. Und jetzt wenn wir mit dem geprägten Gerechtigkeitsdenken, was aus unserer Sicht richtig ist, Taten, die vor sehr langer Zeit passiert sind, und wenn es jetzt Gott gibt, halt eben jetzt im Fall der Kreuzigung von Gott gesagt ist, beurteilen. Schon ein bisschen seltsam. Finde ich jetzt zum Beispiel. Oder? Weil, also Theismus geht eigentlich von zwei einfachen Grundregeln aus. Erstens, es gibt Gott und zweitens, du bist ihn nicht. Ja, also ich hätte gesagt, wenn man recht hat, wenn man recht hat, dann bin ich nicht Atheist, dann bin ich Antitheist, weil so einen Gott würde ich nicht akzeptieren. Ja, das finde ich besser eigentlich. Also, Entschuldigung, Ungerechtigkeit hat man immer schon verurteilt. Auch vor 2000 Jahren. Darum ist das keine Entschuldigung oder Rechtfertigung für den Gott vom Alten Testament. Man hat also Brutalität, Gemeinheit und Gott straft ja immer wieder die Unschuldigen. Das ist immer schon verurteilt worden. Das ist nicht einfach jetzt eine moralische Mode, die wir irgendwie vor 100 Jahren entdeckt haben. Also so menschlich, so logisch und normal sind Menschen immer schon gesehen, dass sie sinnlose Brutalität verurteilt haben. Dass sie es dann gleich wieder auch begangen haben, steht auf einer anderen, von einer anderen Seite. Aber man kann nicht einfach sagen, ja, früher ist auch Brutalität allgemein akzeptiert gewesen. Nein, es hat auch früher natürlich Überlegungen zur Moral gegeben und Ethik und Gesetz und Strafe für Verbrechen. Also das ist nicht etwas, was wir erst heute erfunden haben. Dass man nicht einfach sinnlos andere ermorden und so weiter. Ja, ich habe noch ein bisschen weg von dem Thema. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt so ein bisschen so hin und her und wir kommen eigentlich nicht zu einem Nenner. So müssen wir ja schon. Ich habe zu deinem Vortrag nur eine kleine Anmerkung. Und zwar hast du im Verlauf mal gesagt, Frage Natur ist perfekt. Und das ist ja häufig auch eine Argumentation von Leuten, die an Gott glauben. Aber Natur ist eben nicht perfekt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mein Skript geschrieben habe. Ja, die habe ich unterschrieben. Nein, die habe ich nicht unterschrieben. Also wenn ich es gesagt habe, habe ich im Fehler gesagt. Ich habe das nicht gehört. Nein, das ist recht. Im Gegenteil, oder? Die Natur macht sehr viele Fehler. Und das ist, für mich ist das auch wieder ein Hinweis, oder? Wenn ein Gott, der etwas schafft, dann wäre es perfekter, wenn es weniger Fehler. Also je nachdem, wie perfekter Gott ist. Aber wenn es ein perfekter Gott ist, dann gibt es eigentlich keine Fehler. Und die Natur hat ja so viele Fehler, muss so viele Sachen ausprobieren. Und dann geht es mal in die Richtung und in die andere. Das ist für mich schon ein klarer Hinweis. Der Ding ist schon falsch, oder? Die Natur macht weder Fehler noch keine Fehler. Die Natur ist Natur. Und das ist eben auch ja. Vom religiösen Hand, oder? Wenn du das Alte Testament, du kannst die Bibel durchlesen. Ja. Es gibt immer gut und böse, gut und böse, gut und böse. Es gibt nichts zwischendurch. Mhm. Also, das ist etwas schlecht, das ist etwas nicht schlecht. Die Natur hat kein Gut und Böse. Mhm. Ja, genau. Das ist einfach Natur. Das sind die natürlichen Gesetze. Die können wir zwar werten, die Möglichkeit haben, aber das ist ja sinnlos. Das ist ja einer von den Gründen. Natur ist weder gut noch böse, ist weder schlecht noch nicht schlecht. Natur ist natürlich. Ein Erdbeben, klar ist es für uns Menschen natürlich schlecht, wenn wir drin in ein Haus umkommen. Aber Nein, das ist ja so gemeint, Nationen, die im Streit haben. Und nicht zum Überleben. Nein, generell. Natur ist einfach Natur. Aber es gibt ja Zweckmäßiges und Unzweckmäßiges. Und so ein Gott würde sicher nur alles so machen, dass es zweckmäßig ist. Und da gibt ja der Dawkins ein schönes Beispiel, wie da mit der Giraffe, wo
Also es können auch andere Tiere nehmen, wo irgendein Nerv bis zum Herz, also ein Nerv, der für den Kehlkopf wichtig ist, der geht bis zum Herz, aber macht da ein paar Schlaufen und geht dann wieder rauf zum Kehlkopf. Das würde kein vernünftiger Baumeister würde bis zum Mensch müsste schon das kann man das verstehen, wenn man sieht, dass man über alle den Fisch kommt, oder? Weil dort ist alles ganz nah beieinander. Was ich da ja kritisiert habe, ist, das geht auch in die Richtung, oder? Das ist das, was er fragt nach dem Sinn. Und er sagt, die Wissenschaft kann den Sinn nicht erklären. Aber genau die Sinnfrage ist eigentlich etwas, was nur in Intelligenz leben müssen, wie der Mensch stellen. Und du hast jetzt gesagt, Zweck. Ein Zweck ist nicht für sich, sondern ein Zweck ist immer ein Zweck für etwas. Oder etwas ist gut oder schlecht. Etwas ist nicht einfach gut oder schlecht per se, sondern etwas ist gut oder schlecht für etwas. Also es braucht immer ein Objekt. Da. Und ohne Objekt, also sprich bevor es überhaupt Menschen gegeben hat, sind all die Fragen irrelevant gewesen. Erster Mensch bringt die Frage. Also ich würde noch gerne fragen, was Sie denn für wirklich konkrete Beweise sehen würden. Sie sehen sich ja nicht als Deist, wir reden jetzt da eher von Deismus, also oder im Vortrag so eine Kraft am Anfang vom Urknall, wo man vielleicht sogar mit naturwissenschaftlichen Mitteln erklären, aber Sie sehen sich als Deist, oder? Also, absolut, und da würde ich schon noch gerne hören, was Sie denn da wirklich fühlen. Sie sagen ja, Sie glauben, also Sie glauben nicht ohne Beweis, dann würde ich gerne hören, was Sie da brauchen keinen Beweis zum Glauben. Ich will eigentlich mehr wissen, gibt es von der Wissenschaft her mindestens Hinweise, die sagen, doch, das ist möglich. Also ich will nicht einen Glauben, der sämtlicher Vernunft widerspricht. Damit könnte ich nicht vertreten. Ich glaube, das täuscht und ich glaube, der zeigt auch die Wissenschaft, Geschichte zum Beispiel, dass es immer wieder gläubige Leute gibt, vor allem Christen und Juden, aber auch aus anderen Religionen, die hervorragende Leistungen gebracht haben. Also es ist offensichtlich möglich zu glauben und gleichzeitig genial zu denken. Oder? Und da langen wir eigentlich. Oder? Wieso, dass ich glaube, ist nicht aufgrund von Beweis, sondern das ist mehr aufgrund von Erlebnissen zum Beispiel, die ich gemacht habe. Ich lese die Bibel und erkläre und dann probiere ich vielleicht auch aus. Also es ist nicht strenge Empirik, aber doch, wenn ich sie dir richtig, oder? Ich probiere dann da und dann da geht es tatsächlich. Das passiert ja wirklich, oder? Und solche Erlebnisse habe ich Haufen gemacht. Mein Leben hat sich mega verändert, das wäre ein weiterer Punkt. Ist auch kein Beweis. Aber ich kenne so viele Leute, die sich so dramatisch positiv verändert haben durch den Glauben, dass ich einfach muss sagen, hey, sorry, ich habe einfach überlegt. Ich meine, Entschuldigung, natürlich ist das kein wissenschaftlicher Beweis, aber es zeigt, dass der Glaube eine mega Kraft hat. Also ich wirkt und positiv verändert. Wirklich positiv. Das ist psychologisch. Das ist die einzige, es gibt ja auch tausende von Leuten, die zum Mörder geworden sind, oder glaube ich. Das Gefühl, wenn man ihnen eingeredet hat, sie müssen andere umbringen. Gut, aber jetzt ihr Leute auf allem fürs Richtige. Auf allem fürs Richtige argumentieren. Oder nehmen wir jetzt zum Beispiel Kreuzfahrer. Da werden so Beispiele, die häufig angeführt werden. Kreuzfahrer haben erstens gegen die Lehre von Jesus verstoßen und gegen sein Vorbild. Die Frage ist, ob da wirklich Christen sind, oder? Also, ich stelle die Frage. Ich behaupte jemanden, der einem Religionsgründer exakt das Gegenteil macht, was er gesagt hat, und sein Vorbild überhaupt nicht befolgt. Kann man den noch Christen nennen? Ich würde sagen, nein, sie haben sich schon als Christ bezeichnet. Das ist im Namen vom Christentum passiert, aber aus meiner Definition sind wir keine gewesen. Da weiss man eigentlich fast nichts von, also man hat ja keine Lehre, man hat ja keinen Text, wo der Christus, wo es vielleicht nie gegeben hat, geschrieben hat. Und also darum ist die Aussage natürlich auch problematisch. Also, man weiß ja gerade, jeder Theologe erfunden wird von Jesus. Jeder Theologe wird Ihnen, also die Katholischen dürfen nicht forschen, aber die anderen werden Ihnen sagen, dass man praktisch nichts weiss über die Jesusfigur. Also, das ist also völlig in der Situation. Ich habe ein Buch gelesen, ein mehrhundertseitiges, wo die Fakten und so ziemlich gut anlegt. Über die Faktenlage von Jesus Gitzen, wer hat da gesagt, wer haben sie geschrieben, wen haben sie es aufgeschrieben. Und also, wenn man ihn anzweifelt, dann können sie das ganze Altertum vergessen. Historisch Jesus nicht unbedingt, aber historisch Jesus nicht unbedingt. Aber es gibt eben zwei, oder? Es gibt den Jesus, was die Evangelisten daraus gemacht haben, und es gibt allenfalls den Sektengründer, oder was immer Jesus dann war, den Wanderprediger, wo vielleicht da. Ich glaube, wahrscheinlich, wie man es heute sieht, auch mal gelebt hat. Aber das sind zwei verschiedene Bilder, oder? Das ist irgendwie, wie wenn man in 50 Jahren... Dann müssen wir jetzt belegen, dass da zwei verschiedene Bilder sind. Ja, das ist, also ich als Beispiel vielleicht, oder?
Das ist, wenn man in 50 Jahren aufschreibt, was zum Beispiel Muriella gesagt hat. Da kommt wahrscheinlich etwas völlig anderes raus, als was sie heute tatsächlich gelebt hat. Und dann wird, oder später wird mehr dazu einfach verklärt. Hast du noch etwas sagen? Ja, ich will nur meinen, wenn man jetzt Jesus betrachtet im Sinne von Literaturkritik, ich habe ziemlich viele verschiedene Bücher gelesen und wenn man dann das Neue Testament liest, ich würde meinen, es ist im relativ klaren Stil, wo da rauskommt und das, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der einfach völlig erfunden ist. Also auch als Atheist muss ich sagen, die Person hat es doch gegeben und die hat die Wörter mehr oder weniger so gesagt, und zwar ziemlich genau so gesagt. Also ich kann einen Shakespeare unterscheiden von Heinrich Böll und ich merke, das sind verschiedene Stile und einfach der Stil, den Jesus nach Schilderung gehabt, das passt so schön zusammen. Und dann gibt es ein paar Sprüche, die nicht recht reinpassen und so. Und ich habe sicher ein anderes Bild von Jesus als Sie, aber ich würde meinen, das kann man... Bei Shakespeare wird auch überlegt, sie sind das nicht drei Frauen gewesen. Also, es gibt immer jemanden, der sagt, ja, es ist anders gewesen, aber ich würde jetzt meinen... Ich frage mich einfach, wieso die protestantische Theologie, und das ist ja nicht eine Theologie von Atheisten, sondern von protestantisch Gläubigen, wieso die protestantische Theologie praktisch einhellig zum Schluss kommt, dass man vielleicht zwei oder drei Aussagen als echt kann anlegen im Neuen Testament. Abgesehen davon gibt es auch genug Widersprüche. Es gibt ja im Neuen Testament, es gibt ja sehr sanfte Friedliebende, von denen verstehe ich sie, es gibt sehr humane Äußerungen, es gibt aber auch ganz brutale, menschenverachtende Äußerungen. Also so, dass man von dort her schon nicht kann sagen, dass das ein Stil oder eine Person. Gut, Menschen sind widersprüchlich, aber einfach die Widersprüchlichkeit im Charakter von Jesus, der bald menschenfreundlich ist und bald ein Menschenhasser auftritt, das kann ich schwer unter einen Hut bringen. Und die Zeugnisse, eben, es ist schon angesprochen worden, die sind alle so spät, dass man eigentlich das Wahrscheinlichste ist, dass das eine Romanfigur ist, wie der Wilhelm Tell, wo man auch erfunden hat, weil man hat einen Stifter gebraucht, man hat eine Identifikationsfigur gebraucht und so haben auch die Leute mit ihren religiösen Bedürfnissen Identifikation. Es gibt einfach kein abgesehen von den Evangelien, die über 100 Jahre später erst geschrieben worden sind und von dort her schon glaubwürdig sind, es gibt kein Zeugnis für den Mann, der so Grosses geleistet hat, aber dort trotzdem völlig unbekannt war. Und die heidnischen Zeugnisse, die immer wieder abgeführt werden, vor allem von der katholischen Kirche, die sind ja alle schon längst als Fälschungen von der Wissenschaft. Also, wobei, die Evangelisten, die haben ja zur Zeit von Jesus gelebt. Nein, eben nicht. Eben nicht. Nein, 100 Jahre später. Nein, 50 Jahre später. Die Evangelisten. Ich weiß es nicht überhaupt nicht. Wir sind auch Augenzeugen. Nur der Paulus, der könnte ihn gekannt haben. Die Evangelisten sind alle Augenzeugen. Aber nein. Die sogenannten Radikaltheologen, das ist eine Theologenschule, die sind keine Leute, oder? Die Radikaltheologen von den Niederlanden, die haben ein Buch gelesen, die haben also sehr gute Argumente dafür gebracht, dass der Paulus eben nicht zur Zeit von Jesus oder ein bisschen später gelebt hat, sondern auch, also dass es der Paulus im eigentlichen Sinn gar nicht gehört, sondern dass das jemand war, der auch 100, 130 Jahre später erst geschrieben hat. Und dann fehlt natürlich jeder Anspruch, also man kann dann überhaupt nicht mehr sagen, es gibt irgendein Zeugnis, ein zeitgenössisches Zeugnis für das Auftreten von dem Prophet, der sich übrigens als falscher Prophet erwiesen hat. Das Reich Gottes ist ja nicht gekommen, wir wissen. Das, was er versprochen hat, ist ja nicht gekommen. Das Reich Gottes hat ja Jesus gesagt. Im Gegenteil, Jerusalem ist ja mehr von der Welt gemacht worden, von den Römern. Gut, Herr, du hast natürlich das ist ein Argument, und das andere ist, dass die Bibel aus ganz vielen Schriften ja irgendwann einmal zusammengesetzt oder sich ist. Und dass es ganz viele apokryphe Schriften gibt, und nicht dem Jesusbild entsprechend, wo die Bibel drin ist. Zum Beispiel das Thomas-Evangelium. Also kann man wahrscheinlich nicht sagen, weil es irgendwie konsistent ist im Neuen Testament. Das ist auch ein Beweis, dass es Jesus in dieser Form oder so, wie er da beschrieben ist, gegeben. Wenn man die eben so Schriften, die nicht in Kanon gekommen sind, liest, dann hat es da ganz, ganz viele Widersprüche.
es gibt für mich noch ein anderes Argument, warum sie Jesus gegeben haben. Und zwar, wie er geschildert wird, gerade mit diesen Widersprüchen, er hat einen Haufen Aussagen, die in der Bibel stehen, von Jesus, die ihm zugeschrieben werden, die nicht zum Urchristentum passen. Es kommt eine gewisse Familienfindlichkeit vor, Hass fast gegen Mutter. Ich schreibe in meinem Buch, er hat sich wahrscheinlich über nichts mehr gewundert, als dass die Maria nachher als Heilige verehrt wird. Das hätte er wahrscheinlich sehr seltsam gefunden, so wie er geschildert wird. Und ich würde meinen, es gibt ein sehr konsistenzpsychologisches Bild mit all diesen Widersprüchen. Es gibt widersprüchliche Menschen und das ist auch eine Interpretation. Oder? Ich will nicht sagen, so ist es, sondern ich probiere mir zu sagen, es könnte ganz anders sein, als er geschildert wird. Ja. Und da wird jetzt auch noch viel der Gegensatz gemacht zwischen Religion und eher trockenen Wissenschaft und Religion, die quasi für viele Leute sinnstiftend ist. Aber man muss ja auch sagen, es gibt dann immer zum Beispiel Philosophie, die auch sehr sinnstiftend ist. Also ich setze mich mega mit Existenzialisten auseinander und finde das sehr spannend. Und zum Sinn im Leben haben braucht es nicht zwingend eine Religion, sondern eine moralische, ethische Anleitung kann auch eine philosophische Schrift sein. Gegenteil irgendwie, ich finde, das Leben macht mehr Sinn, als es keinen Grund gibt. Ja gut, das sind dann alles jetzt noch. Aber eben, jetzt die Frage. Wollt ihr gerne noch ein bisschen weiter diskutieren? Es ist relativ spät geworden in der Zwischenzeit. Wollt ihr dann noch ein bisschen frei diskutieren? Oder sollen wir da abschließen? Dann machen wir da den Abschluss. Ich danke euch fürs Kommen. Es zahlen wir jetzt alle wieder erschienen. Ich danke dir für die Vorstellung.